Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 398. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, hallo. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und wir haben uns fachkundiges Personal eingeladen. Wir begrüßen heute Abend Stefan Reich. Hallo, hi. Schön, dass du den Weg hier hast. Ja, freut mich auch. Sehr cool. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Nachdem du ja diesen wunderbaren Beitrag geschrieben hast, dass du ganz allein an der Niederlage der Eintracht am Wochenende schuld bist, haben wir uns gedacht, ja wunderbar, da haben wir jemanden, den wir hier mal offiziell an den Pranger stellen können. Ich möchte mich hier nochmal in aller Form entschuldigen. Das geht allein auf meine Kappe. Ich habe blau-schwarz karierte Socken. Und immer wenn ich die anziehe, geht's gut. Und wenn ich sie nicht anziehe, dann geht's nicht gut. Ich habe so ein, das ist so ein, ich sag mal, so einen leichten Aberglauben-Defekt seit ein paar Jahren. Fing damit an, dass ich habe so ein altes Eintracht Frankfurt-Shirt. Das aus irgendeinem Grund passt mir das noch. Das habe ich aber seit ich 10 bin oder so. Das ist aber natürlich völlig okay. Im Eimer. Und ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das muss damals XXXXXL gewesen sein. Auf jeden Fall. Nur die anderen sagen so. Auf jeden Fall. Es ist natürlich total ausgewaschen und ich würde das draußen niemals tragen, aber es ist extrem gemütlich zum Pennen. Und dann fing das irgendwann an, dass ich erst nachts vorm Spiel getragen habe und dann ging das Spiel verloren. Das war 2017 oder so. Und da dachte ich, okay, ich darf das Eintracht-Shirt halt einfach nicht mehr tragen, weil dann geht das Spiel verloren. Und das habe ich die komplette Saison durchgezogen. Dann hat sich das so ein bisschen geändert. In der Saison danach musste ich es dann tragen vor den Spielen. Da möchte ich aber dazu sagen, das hat geklappt, weil wir sind Pokalsieger geworden in dem Jahr. Also ich bin nicht nur schuld jetzt an der Mainz-Niederlage, sondern ich bin auch tatsächlich mitverantwortlich für den Pokalsieg. Ja, das okay. Wollte ich hier mal nochmal betonen. Ja, sehr gut. Und irgendwie ist diese T-Shirt-Sache aber so ein bisschen gewichen, und zwar diesen Socken. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Aber wenn ich die halt anhabe, das rede ich mir zumindest ein, dann geht's gut. Dann gewinnt die Eintracht. Und wenn ich die nicht anhabe, dann verliert die Eintracht. Und am Samstag ich habe zwei Paar davon, waren die beide in der Wäsche und ich wollte jetzt auch nicht, wollte da nicht dreckige Socken aus der Wäsche fischen. Das hätte meine Freundin wahrscheinlich mir auch verboten. So, und zu dann, Recht, ja. Ja, saß ich vom Fernseher und wusste eigentlich, was passiert. Okay. Das darf nicht mehr vorkommen, bitte. Nee, ich habe beide Paare sind gewaschen, sind zusammengelegt im Schrank und warten auf morgen. Ja, sehr gut. Können wir dir noch irgendwas spenden? Liebe Leute, Spendenaufruf für Stefan Reich. Du schickst Socken für Reich. Mehr Socken. Dein Sockenpaar. Genau. Ich hab genug Socken, ja, das sagst du jetzt. Das muss jetzt für jeden Tag gelten, wenn die Eintracht unter der Woche heute unterwegs ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das nächste wird. Das ist so ein bisschen flexibel und ich rede mir dann immer ein, jetzt musst du das machen und so und dann klappt's. Es kann sein, dass das nächste ist halt, was weiß ich, eine Krawatte oder so, oder ich muss immer irgendwie eine Elton John Brille tragen oder so. Ich weiß es noch nicht. Perücke. Wir werden sehen. Ja, genau. So eine Maurizio Gaudino Mini-Pli Perücke. So. Auch nicht schlecht. Da lässt sich bestimmt was. Schreit nach Bildern. Das schreit nach Bildern. Ich würde auch gerne dieses T-Shirt mal sehen, was du da, dieses verwaschene T-Shirt, was schon mit 10 Jahren gepasst hat. Ja, ich kann euch mal ein Foto zukommen lassen. Aber ja, das wäre schön. Bitte vertraulich behandeln. Ja, das schade. Nur für den internen Gebrauch. Ich habe gehört, ist ganz genau. Vertraulich. Wir können ja verschiedene Dinge durchprobieren als nächsten Glücksbringer. Ich kann ja mal irgendwie so ein Best oder so ein Worst-Off von Kleidungsstücken, die ich hier habe, und dann probiere ich die einfach mal nächsten Spielen durch und sage euch, wie es gelaufen ist. Das ist ein wunderbarer Plan, und dann machen wir damit dann einfach den Siegesplan für die nächste Saison dann da draus. Wir bewerten das dann einfach. Das ist doch super, genau. Hervorragend. Marvin, Dennis, habt ihr irgendwelche Rituale, die ihr an so einem Spieltag einhaltet? Nee, zum Glück habe ich mich mittlerweile davon komplett befreit, weil ich bin da ehrlich gesagt früher ganz, ganz schlimm gewesen. Also in der Anfangszeit, als ich logischerweise auch viel mit Dennis im Stadion war, habe ich immer solche Rituale gehabt. Ich war dann echt jemand, der gedacht hat, okay, jetzt ziehe ich nur den Schal an, weil das der Schal war, mit dem wir die letzten Spiele gewonnen haben. Und das ging dann auch sogar so weit, mit welchem Fuß bin ich zuerst aus dem Haus gegangen und solche Sachen. Auch die Rituale, was trinken wir vorher oder was habe ich davor getrunken, ja. Hat darauf eingewirkt. Ja, zu viel war tatsächlich eher gut, ja, muss ich sagen. Ja. Das ist auch heute noch manchmal so. Darf ich dann bitte morgen Vollgas geben, ne? Ja, aber ich bin froh, dass wir treffen uns mal mittags auf den ersten Schnaps, würde ich sagen. Ja, gut, das können wir theoretisch einfach auch so mal machen. Aber ich,
Aber ich bin tatsächlich recht froh, dass ich mich davon so ein bisschen befreit habe. Es ist manchmal noch so, dass ich merke, dass wenn halt mehrere Spiele gut laufen mit einem bestimmten Schal, beziehungsweise ich erinnere mich daran, dann hänge ich da noch mal so ein bisschen dran und kann mal diese alten, ja, Dämonen, dann kann ich nicht hundertprozentig entkommen. Oder es ist im Sommer, ist es manchmal so, wenn es halt luftiger ist, dann habe ich auch mal viele weiße Eintrachthemden. Also, und die ziehe ich dann auch öfter mal ganz gerne an und denke dann, ah, mit dem haben wir letztens gewonnen. Sieht zwar schon ein bisschen verwaschen aus oder so, aber das könnte ich immer noch anziehen. Aber ich muss mich da selbst, irgendwie ein bisschen zurückhalten. Dennis, wie ist denn das bei dir? An dem Klassiker hänge ich leider auch. Tatsächlich ist das so, ja, verschiedene Trikots. Und wenn man mal merkt, oh, jetzt hatte ich das Trikot an, da lief es richtig gut, dann wird es natürlich auch beim nächsten Mal wieder angezogen. Ja, und wie man das ja hier so oft bei der launischen Diva kennen, das Trikot wird doch häufiger gewechselt, als mir lieb ist. im Endeffekt kommt es dann doch in die Wäsche und so weiter und so fort. Dann die Schals, wie du schon sagst, Marvin, das ist auch immer, man merkt, man hat ja mittlerweile über die Jahre eine gewisse Auswahl angesammelt. Und wenn man dann merkt, oh, da liest er aber richtig gut, dann wird er natürlich zum nächsten Spiel mitguckt oder sogar zu Hause dann auch vom Fernseher getragen. Ja, im Normalfall bringt es nicht wirklich was, aber der Kopf spielt einem da doch manchmal den einen oder anderen Streich. Aber Dennis, was die volle Realität ist, ist auch, dass du dann auch irgendwann mal überlegen musst, welchen Schal du überhaupt noch hast, weil früher war es oft genug so, dass wir, wenn wir dann abends noch unterwegs waren, völlig versoffen unseren Schal verloren haben tatsächlich. Ja. Da muss man auch dazu sagen, einen großen Dank bitte an unsere Gruppe, die sehr viele Schals gespendet hat im Raum Frankfurt und Umgebung. Ja. Vielleicht nicht immer ganz freiwillig, aber der ein oder andere müsste mittlerweile im Besitz sein, ohne dass er dafür bezahlen musste. Also an dieser Stelle, bitteschön. Ja, könnt ihr als ja, willst du deinen Schal doch morgen noch abholen? Willst du deinen Schal doch morgen noch von der Klappe abholen? Nee, komm, ist okay. Lassen wir mal da. Auch eine Variante. Spende. Großartig. Ja, René, bei dir? Jetzt musst du aber auch rausrücken. Was ist dein Ritual? Nee, ich habe tatsächlich kein Ritual. Also nicht so richtig. Ich habe zwei Eintracht-Kaffeetassen, zwischen denen ich dann klassischerweise am Spieltag immer wechsle, je nachdem, welcher halt gerade vorne dran steht. Aber ansonsten kein Schal, kein Trikot, kein spezielles. Ich glaube, am ehesten geht noch so als kleiner Tick los, dass ich halt vehement auf Twitter rumpöbeln muss, aber das wird auch mittlerweile immer gefordert, dass ich da viel in Großbuchstaben schreiben soll, was ist auch manchmal tatsächlich auch hilft. Sehr spannend, weil das wurde schon an mich herangetragen und dann der ein oder andere schon gesagt hat, sag mal, der René war doch früher auch ruhiger im Twittern als heute. Ja, ich glaube, da ist halt auch wirklich dann der Punkt, wenn du halt viel mehr zu Hause alleine tatsächlich Fußball guckst und Spiele von deinem Verein, musst du das ja irgendwie kanalisieren. Also ich habe mir auch mittlerweile abgewöhnt, dann zu Hause wild schreien von der Couch aufzuspringen, weil entweder guckt mich meine Frau ganz böse an oder der Hund bellt mich an. Beides nicht so unbedingt gute Varianten. Gerade beim Abendspiel, wenn dann das Kind wieder aufwacht, dann hast du irgendwie gleich doppelt Kirmes zu Hause. nee. Dann doch lieber auf Twitter, das ist leiser. Ah ja. Merk schon, okay. Gut. Aber wie begründen wir denn jetzt dann die neuerliche Niederlage? Hängt das nur mit den Socken zusammen? Hängt das nur mit den Riten zusammen oder steckt da noch mehr dahinter? Also man könnte es auch noch im Zweifelsfall darüber, also zu 20% könnte ich Schuld übernehmen, weil ich tatsächlich wenig auf Twitter gepöbelt habe, weil mir ab der ersten Sekunde, als ich die körperliche Anspannung der Spieler gesehen habe, wusste, das wird heute nicht gut. Und das wäre auch tatsächlich so der Hauptgrund, den ich da sehen würde. Also wie so oft wir es in dieser Saison schon gesagt haben, und der Basti hat es ja auch auf Twitter dann an einem Tag geschrieben, no pressure, no party. Also wenn das nicht diese klassischen Do-or-Die-Spiele sind oder nicht gerade der supergeile Gegner mit Bayern, wir sprechen gleich noch über morgen, da einem gegenübersteht, sondern fucking Mainz, dann ist da halt auch Körperspannung gleich null. Ja, aber ganz ehrlich, wie kann denn das sein? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du innerhalb einer Woche dich jeglicher Sorgen entledigen kannst, dann natürlich ganz relaxed nach München fährst, wenn du jetzt 9 Punkte in einer Woche geholt hast und dann einfach nur mal schaust, wie es läuft. So, Stefan, das ist doch einfach wieder eine richtig herzlose, körperlich unkörperliche Leistung gewesen, oder? Ja, klassischer Eintracht Frankfurt-Move, ne? Also hast du es eigentlich auf dem Tablett liegen, kannst mit 3 Punkten bist du, ich weiß gar nicht, 10, 12 Punkte weg oder was? Auf die Abstiegsplätze so.
kannst beruhigt nach München fahren und natürlich lässt du das liegen, ist ja klar. Also das war schon immer so, das wird immer so bleiben. Ey. Leider, ja. Aber klar, es ist super, super ärgerlich. Ne? Das ist auch der Grund, warum man sich so wahnsinnig oft über diesen Club so ärgert, weil genau ja. diese Dinge passieren, dass du wirklich einfach die besten Chancen hast und zack, verkackst du halt, ne? Also und gegen Mainz war es, also das war, ne, wie René, glaube ich, gerade schon gesagt hat, ja. Das war von Anfang an klar, was passieren wird, ne? Die ersten 2-3 Ballkontakte, Zweikämpfe, weißt du, irgendwie unkonzentriert gespielt oder irgendwie im Zweikampf hast du gesehen, zieh sie zurück und so und, ne? Also es war völlig, das was dann irgendwie in einem Fußballsprech dann Sebastian Rode danach irgendwie, wir müssen alle an unsere Leistungsgrenze. Da hast du gesehen, ey, die hatten Bock auf einen entspannten Samstagnachmittag, so, ne? Und so leid es mir tut, aber da gewinnst du halt auch gegen Mainz nicht. So wirklich so weh mir das tut, weil das wäre ja nicht nur so gewesen, dass du dich selber hättest befreien können, du hättest auch noch diese ätzenden Mainzer richtig in die Bredouille schießen können, so, und hast beide. Genau, das ist es. Ja. Genau, das ist es. Du sprichst ja an. Was mich so richtig ärgert, ist die Tatsache, dass du eine richtig geile Leistung in Bremen zeigst, ne? Du trittst da auf, du willst gewinnen, du willst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, und dann ein paar Tage später holst du die Mainzer wieder aus der Versenkung zurück. Das ist doch kacke. Ja. Und auch noch die Mainzer, weißt du, ich meine, die gehen mir seit 15 Jahren auf den Sack. Die sind irgendwann aufgestiegen und haben einfach nicht den Anstand gehabt, wieder abzusteigen, so, ne? Also, wie sich das ja, genau. Sind einfach da geblieben, so. Und es ist wirklich jedes Jahr, und die können die schlechteste Saison aller Zeiten spielen. Du weißt, die kommen nach Frankfurt und gewinnen. Oder holen zumindest einen Punkt oder so, ne? Ich habe die Statistik nicht mehr im Kopf, aber es waren, ich glaube, Frankfurt hat erst 6 Mal oder so gegen Mainz gewonnen insgesamt und die so 15 Mal oder sowas, ne? Wo du denkst, ey, das ist jetzt auch nicht Bayern München, ey, so. Nee. Richtig ärgerlich. Ich habe nur was gelesen, die letzten 4 Spiele gingen auf jeden Fall alle an Mainz. Das ist ja, das kann doch nicht angehen, ey. Und da waren ja. auch so viele Gurkenspiele dabei. Also ich meine, Mainz, da weiß ich, ich war ja auch 2 Mal da, das waren auch keine Spiele, wo Mainz uns komplett abgezockt hat, aber die haben immer gewonnen und dass wir dann selber auch zu Hause schlecht aussahen. Ich kann mich wirklich nur an 2 positive Mainz-Erlebnisse wirklich erinnern. In der Saison, in der wir dann nicht abgestiegen sind, in der es um die Relegation ging, dann später, da haben wir diesen wichtigen Dreier geholt und ich erinnere mich an ein Fernduell gegen Mainz, wo wir dann in letzter Minute noch aufgestiegen sind, während die Mainzer das nicht sind. Ja? Das sind so meine 2 positiven Erinnerungen an Mainz. Vielleicht noch diese ganze Nicolce Noweski-Angelegenheit, der irgendwie 2-mal ins eine Tor und 1-mal ins andere Tor. Ja, aber selbst das, da hast du ja auch noch, führst du 2-0 durch 2 Eigentore in 7 Minuten oder so und dann spielst du noch 2-2, ey. Ja. Was soll das, ey? Das richtig bitter. Das regt mich immer noch auf. Das ist 20 Jahre her oder so, das regt mich immer noch auf. Vollkommen zu Recht. Aber ich meine, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Warum tritt die Eintracht da so lieblos auf? Was soll das, dass die Eintracht nicht diesen Grip hinbekommt? Einfach mal, die müssten ja nur 0-0 spielen. Die müssen ja noch nicht mal gewinnen. Aber selbst wenn du 0-0 spielst, hast du ordentlich Punkte geholt in der Woche und du hast Mainz nochmal auf Abstand gehalten, so holst du die wieder zurück. Aber ich muss auch sagen, offensiv, wie viel Torschuss Chancen haben wir gehabt? René, weißt du das? Ach, Moment. Ich war gerade. 1 oder 2 Chancen. Ich war gerade eben beim Direktvergleich. Also gezählt werden 11 Torschüsse, aber ich kann mich an keinen so richtig erinnern, der da mal irgendwie gefährlich war. Am gefährlichsten ist mir noch in Erinnerung geblieben, der war, glaube ich, so um die 20. Minute, dieser eine Schuss von Kostic, der ja dann da blöderweise am langen Pfosten vorbeirollt. An einem guten Tag rollt er halt auch noch irgendwie rein. Ja, stimmt. Aber so richtig. Immens viele Schüsse, ansonsten halt irgendwie überhaupt nicht. Also das war nix. Ja, du hattest ja noch Glück mit den ganzen, sag ich jetzt mal, Abseitspositionen, die ja auch alle mehr als knapp waren. Das hat mich ja echt massiv aufgeregt. Also das hat sich ja dann angedeutet hinten in der zweiten Halbzeit, ging ja dann gar nichts mehr, ne? Also, aber da habe ich auch tatsächlich, das war ja, glaube ich, 2-mal dann auch Ilsanker, der da nicht gut aussah mit diesen Abseitssituationen, zumindest 1-mal. Und der ja auch bei beiden Toren nicht gut aussah. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Rotation hin und her. Ne? Ja. Aber Mainz, das ist ja wohl bekannt, dass die vorne drin mit dem Mateta und dem Kweiß und den Namen von dem dritten habe ich schon wieder vergessen, aber das sind alles schnelle Jungs so. Ne? Ja. Und dass du da deinen schnellsten Innenverteidiger mit Abraham rauslässt und dafür Ilsanker, der netter Kerl ist und so und gegen Bremen 2 Tore und dies, das so, aber es ist wirklich kein Sprinter. Ne? Und da hast du tatsächlich einfach, ich weiß nicht warum, aber da hast du eine Tür geöffnet und das hat Mainz einfach genutzt, so, ne?
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du sprichst es vollkommen richtig an. Ilsanker ist ja, gegen Bremen hat er sich natürlich ins Team gespielt. Und ich kann das natürlich nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, jemand, der gegen Bremen 2 Tore gemacht hat und auch wirklich maßgeblich daran beteiligt war, dass wir überhaupt diese 3 Punkte gegen Bremen geholt haben, den willst du natürlich dann einen Tag später willst du natürlich den spielen lassen. Aber warum in der Innenverteidigung? Für mich waren da einige Partien dabei, die nicht gut waren von Ilsanker. Dann setz ihn doch anstatt Core ins defensive Mittelfeld und lass die Innenverteidigung so, wie sie ist. Absolut, weil ich meine, es ging ja die ganze Stabilität, die du hattest in Wolfsburg und auch gegen Bremen. So, das war ja alles, weil Abraham echt in guter Form war. So, ne? Und da verstehe ich nicht, warum du ausgerechnet jetzt 5 andere jetzt so irgendwie wechseln können und verstehe nicht, warum du den besten Innenverteidiger rausnimmst. So, ne? Gerade gegen so schnelle Gegner. Was ist, wie gesagt, es bleibt mir ein großes Rätsel und wie wir es ja richtig gesagt haben, die Innenverteidigerposition, die dadurch gewechselt wurde, hat dazu geführt, dass die Niederlage auch entstanden ist, denn wir haben halt auch gemerkt, Ilsanker hat ein ums andere Mal sehr, sehr viele Fehler gemacht und das gebe ich ihm auch. Es ist alles okay. Jeder macht mal gute Spiele, jeder macht mal schlechte Spiele. Aber man muss, wenn wir das hier betrachten, auch sagen, dass er mitursächlich für diese Niederlage war. Aber natürlich, du bekommst Tore, aber Fakt ist auch, in der ganzen Offensivbewegung hat halt auch überhaupt nichts stattgefunden. Ehrlich gesagt, Touré war offensiv nicht präsent. Du hast mit Kamada und Silva 2 Leute gehabt, die auch relative Ausfälle waren. Und ehrlich gesagt, muss mir mal jemand erklären, warum Bas Dost gerade da schon von Beginn an spielt. Das wäre nämlich ein optimaler Spieler gewesen, der später hätte mal reinrücken können, weil sonst hattest du niemanden mehr auf der Bank. Ja, das ist ja eh das Problem. Du kannst ja überhaupt nicht nachlegen. Ne? Also wenn du 0-1 gegen Mainz zurückliegst und dann hast du als offensive Option noch Timmy Chandler und Gacinovic, ey, da kannst du eigentlich, kannst du auch einen Busfahrer nochmal reinwerfen. Das habe ich sowieso an der Stelle nicht verstanden. Diese Wechsel, die müsst ihr mir bitte mal erklären. Du hast keinen Stürmer zum Nachlegen. Du hast schon beide da drin. Du liegst 0-1 zur Halbzeit zurück, was irgendwie blöd vorher gefallen ist durch einen Standard, wo wir ja irgendwie sowohl von Toren nach Standards als auch irgendwie Tore, die wir nach Standards gefangen haben, irgendwie Ligaspitze mit unter anderem, glaube ich, sind. Und dann nimmst du einen Dost raus und bringst einen Gacinovic, also ich hätte ja verstanden, wenn man Gacinovic zusätzlich gebracht hätte, um dann irgendwie anstatt mit 2 Sechsern, mit 2 Achtern zu spielen, um da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Druck auszuüben. Weil die Mainzer waren jetzt auch nicht so extrem geil. Aber warum das? Man schon sagen muss, dass der Dost sich ja schon echt sehr um eine Auswechslung beworben hat. So, ne? Also kann mich in dem Spiel eigentlich eine einzige, er hat es ja gut gemacht gegen Bremen und gegen Wolfsburg, als er reinkam, aber der hatte in 45 Minuten... Ich meine, und der Typ ist 3 Meter groß, so, der hat nicht einen Ball weitergeleitet, festgemacht, keine Torchance schon mal gar nicht, so, ne? Also, das war schon. Aber Stefan, auch eher eigentlich von der Position her war es für ihn, fand ich auch schwierig. Marvin, du hast da was Gutes angesprochen, mit der Einwechslung, beziehungsweise in die Startelf zu schieben, ist einfach momentan nicht Dosts Position, weil du merkst, er hat dann versucht, Bälle im Halbfeld oder auf Außen völlig dann total skurril einzusammeln. Dann kamen im Endeffekt wieder diese typischen Ballverluste von der Eintracht. Da kommt er einfach nicht hinterher. Das ist auch gar nicht sein Spiel. Er ist dieses Typische, was wir uns ja eigentlich auch von ihm erhoffen. Bälle mal weiterleiten, Bälle mal festmachen, vielleicht mal einen Raum zu nutzen. Das kam in der ersten Halbzeit ja überhaupt nicht zum Tragen. Und dass er dann ausgewechselt wurde, war einerseits, ich habe noch gedacht, na, ist er schon wieder platt, hat eine Halbzeit im Endeffekt ein bisschen geackert. Ja, es ist natürlich fürchterlich, ne? Also es ist schon grauenvoll, aber es sind tatsächlich meiner Meinung nach auch, ihr habt es schon richtig angesprochen, einige taktische Wechselfehler gewesen. Also ihr habt es schon gesagt, mit Innenverteidigung Ilsanker fehlbesetzt irgendwie gewesen, der Dost von Anfang an nicht unbedingt optimal, auch Touré auf Außen, da hat Chandler mir tatsächlich in den 5 Minuten besser gefallen, die er dann mal ein bisschen aufgedreht hatte. Also es ist schon schwierig. Also ich nehme da auch Hütte an der Stelle, kann man, glaube ich, nicht ganz rausnehmen. Nee, Dennis, da bin ich auch bei dir. Vor allem auch, ich meine, Touré, muss ich sagen, fand ich schon eine Schwachstelle gegen Wolfsburg und auch gegen Bremen. Also ich finde, macht keine gute Figur aktuell so. Den hätte ich eher mal draußen gesehen. Und vor allem, ich meine, du hast einen Lauf, ne, mit 2 Siegen in Folge so. Und das Spiel, nehmen wir mal das Spiel gegen Freiburg mit, das war ja auch gut so, bis auf die Schauer von Werder. Dann hast du eigentlich 3 gute Spiele in Folge gemacht. Und klar hast du viele Spiele und natürlich musst du ein bisschen rotieren und so, aber letztlich verstehe ich nicht, warum du, ich meine, du kannst jetzt 5-mal wechseln, dann fang doch erstmal an mit denen, die es gut gemacht haben und wenn es zur Halbzeit 2-0 steht oder was auch immer, hast du immer noch genug Leute, ne,
die du auswechseln kannst oder reinbringen kannst und so weiter. Kommen die Leute, die kommen schon auf ihre Kosten so, ne? Deswegen verstehe ich nicht, warum du an so zentralen Punkten wie eben dem Innenverteidiger, der es gut gemacht hat, oder auch dem Offensivkonzept, das funktioniert hat in den Spielen davor, warum du da dann plötzlich schraubst und da zwei Fässer aufmachst, die du eigentlich nicht aufmachen musst. So. Das ist genau der Punkt. Und das müssen wir genauso festhalten. Ja, wir haben es ja schon gesagt, aber Bas Dost ist für mich halt auch jemand, der gerade bewiesen hat, dass er durch sein Reinkommen immer noch mal Akzente setzen kann. Und wir müssen natürlich auch ansprechen, das große Problem, was sich seit dem Winter durchzieht und durch die Verletzung von Paciencia eklatant geworden ist, ist tatsächlich einfach so, dass wir in der Sturmposition zu dünn besetzt sind. Und wenn du dann halt jemanden wie Dost sofort reinsetzt, hast du niemanden, den du nur reinbringst. Kannst, ja. Das hast du ja gesehen bei dem Wechsel, dass Gacinovic gekommen ist und der hat sich auch gedacht, ja, soll ich jetzt da vorne rumjuckeln? Das kriege ich auch nicht, ja. Das ist halt das Problem und die letzten Wochen hat es ja da gut funktioniert und Dennis, du hast es richtig angesprochen. Chandler ist für mich da in der Touré-Position gerade ein Stück weit präsenter und hat auch das bessere Spiel gegen Mainz gemacht, hat gleich ein bisschen mehr Wirbel gemacht. Das ist auch jemand, den hätte ich sowieso von Anfang an gestellt, das haben wir auch in der letzten Woche ja hier gesagt, weil Chandler jemand ist, der diese Bissigkeit hat, der irgendwie diese Rivalität bezüglich Mainz ja nochmal anders irgendwie in sich mit sich trägt. Und das ist halt irgendwie, also es ist ein bisschen unbefriedigend auf jeden Fall. Und so kommst du dann halt zu so einem blutleeren 0-2 und hast dich jetzt im Endeffekt, ja, alle Abstiegssorgen hast du dich noch nicht entledigt, oder? Was meint ihr? Also das müsste schwierig. Bist du schon mit dem Teufel zu? Ja. Genau. Ja. Zwei Blöde, ein Kühltrank, ey. So ist es, genau. Ja, ich denke auch, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber du hast natürlich gemerkt, du hättest hier jetzt Ruhe reinbringen können, du hättest ein gutes Feeling für das Spiel jetzt morgen mitnehmen können. Das ist alles so ein bisschen, jetzt wird wieder alles in Frage gestellt, jetzt wird wieder, auch wir müssen drüber sprechen, Leute, die sowieso anti-Hütter-mäßig drauf sind, die rasten natürlich jetzt wieder völlig aus nach so einem Spiel, sagen, ist der denn blind, was macht der da, was ist das Dings? Also da muss man natürlich sagen, das ist alles unnötig, das bringt unnötig Unruhe rein und aber Marvin, ich hoffe zumindest, toi, dass nicht jetzt wirklich hier alles total amok läuft, dass wir jetzt tatsächlich noch mit dem Abstieg was zu tun haben. Denke ich, müssten die Punkte gerade, weil halt auch Bremen nicht gepunktet hatte und auch Düsseldorf ja dann nur unentschieden, müsste das normalerweise schon passen. Ja, aber das ist ja mal, so. Ich glaube, Düsseldorf hat auch, wen haben die noch jetzt? Dortmund und Leipzig? Die Bayern, glaube ich, sogar noch. Genau, also das Restprogramm von, die spielen auch mitunter noch gegeneinander und so. Und also Düsseldorf spielt am letzten Spieltag, den habe ich gerade offen, gegen Union. Ja. Davor spielen sie gegen Augsburg, okay. Ja. Not gegen Elend. Dann spielen sie noch gegen Leipzig am 32. und am 31. Leipzig, genau, nicht Bayern. Gegen Dortmund, ja. Also ja, genau. Die werden also, da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel holen. Es wäre halt schön gewesen, weil wir spielen halt jetzt auch quasi gegen die ja um uns rum sind, mit Schalke, Hertha, Köln, gut, am Ende noch Paderborn, aber wäre halt schon einfach so fürs Wohlbefinden gut geworden. Aber ich glaub, sowas, das ist halt so das Ding, es ist kein Muss, es ist schön, wenn, aber kein Muss, sondern ja, Thema durch. Ja, aber es ist ja letztlich irgendwie so der totale Optimist in mir irgendwo, der erhofft sich halt so ein bisschen was. Ich weiß noch, als wir vor 2 Jahren dann irgendwie eine Woche vor dem Pokalfinale gegen die Bayern, da gab es dieses fürchterlich, ich glaube es war 0-3 oder so gegen Stuttgart oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, wo es auch noch irgendwie um die Europacup-Plätze ging und dann bist du da noch rausgerutscht und so und es war so auch so super blutleere Scheißvorstellung einfach. Ne? Da hättest du auch wirklich so die B-Jugend 2 hinstellen können, die hätten es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gemacht so und dann sitzt du da und denkst, Mann, was ist das? Ein klassisches Eintracht Frankfurt-Ding wieder und so. Aber was dann passiert ist, ist, dass da wieder ein bisschen Feuer auf dem Kessel war. So, ne? Und jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn du jetzt, also das ist jetzt, wie gesagt, der absolute Optimist in mir, wenn du jetzt morgen nach München fährst und hast dann halt drei Siege im Gepäck gegen Mannschaften, die mit dir quasi unten drin stehen, hast dich ein bisschen entfernt und so und lässt die Saison jetzt halt austrudeln auf dem 11. Platz oder was, sonst kann nichts mehr passieren. Also ich rechne mir trotzdem nichts aus für morgen, so, aber eventuell ist durch dieses 0-2 jetzt ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, so, ne, als jetzt, als in so einer, ja, in so einer Situation, wo eh alles egal ist, dann fährst du hin, denkst du, ja, jetzt fahren wir zum Bayern, kriegen wir 3 Stück, ist egal.
Jetzt sind sie raus aus der Wohlfühlzone, ja. Sind sauer, weißt du? Also Rode, der Rode, nach, ja wirklich. Der Rode nach, ist nach dem Spiel, der war richtig sauer. Und ich kann mir vorstellen, dass der Trapp war auch richtig sauer, weißt du? Und das, da, die haben schon so zwei, drei Leute im Kader, denen sowas echt gegen den Strich geht, ne? Und eventuell ist das für das Spiel morgen gar nicht so schlecht. Das finde ich ein ganz guter Punkt. Du hast ja jetzt die Überleitung gegeben. Ist es okay, René, wenn wir jetzt gerade weitermachen? Ja, ich habe schon hier auf den Kapitelknopf gedrückt. Dann lasst uns doch über die Bayern sprechen. Das ist so ein, den Punkt, den Stefan da gerade aufgemacht hat, den habe ich so noch nicht gar nicht für mich wahrgenommen. Ich, weil auch ich nicht. Immer noch so ein bisschen auch an dieser Aufstellungsfrage für mich rumdoktere. Weil ich würde jetzt mal als die, schon den ersten Negativpunkt entgegenwerfen. Unser Zugpferd, Philipp Kostic, darf morgen nicht spielen. Das ist, ja, das ist natürlich echt, also ich finde beide Punkte erstmal ganz ansprechenswert. Also fangen wir mal nochmal da an, was der Stefan gerade gesagt hat. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil die waren wirklich sauer. Und du hast halt gemerkt, wie Rode unfassbar ungehalten war. Und gleichzeitig ist halt Kevin Trapp jemand, der ist nicht nach, zurück nach Frankfurt gekommen, um hier um Platz 10 bis 12 zu spielen dauerhaft. Ne? Also der ist jetzt von Paris zurückgekommen. Der will eigentlich mehr. Der will dauerhaft Europacup. Und ich glaube, das nagt auch an ihm, dass das jetzt in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Aber du sprichst natürlich jetzt auch genau den Punkt an, der jetzt ganz offensichtlich ist, und zwar die Personalie Kostic, und die ist natürlich, die haut uns natürlich ganz schön ein bisschen weg, muss man sagen, weil mir fällt tatsächlich auf der linken Position kaum jemand ein, bis auf wahrscheinlich Ivan Ndicka. Stefan, was meinst du? Time to shine, Erik Durm, time to shine. Ich merke schon, wir haben dem Stefan davor Drogen gegeben, wir haben die wirken. Also, krass, ja, schauen wir mal. Also, Durm hat bisher halt wirklich gar nicht überzeugt, aber viel falsch machen kann er in so einem Spiel wahrscheinlich auch nicht. Der kann sich morgen den WM-Titel nachträglich verdienen, in meinen Augen, wenn er das Spiel seines Lebens macht. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er tatsächlich spielt. Also, ich gehe mal davon aus, dass er Chandler irgendwie aufbieten wird auf der Position und rechts dafür dann bei Touré bleibt. Mhm. Weil ich das auch nicht gut finde. Also das ist aber so ein generelles Problem, weil du hast halt einfach, wenn du mal drüber nachdenkst, keine Alternative. Nicht einen einzigen offensiven Außenbahnspieler im ganzen Kader, außer Philipp Kostic. Und das ist echt ein Armutszeugnis tatsächlich. Also ja, stimmt. Dann kannst du halt entweder so nicht spielen, dann spielst du halt irgendwie anders, ohne Außenspieler, aber das macht er ja auch nicht so. Ja. Also keine Ahnung. Das ist ein Problem. Ja, absolut. Und ich hab's im Sommer nicht verstanden, dass sie keinen geholt haben, auch vor allem rechts außen. So, ich meine, Timothy Chandler, der da irgendwie ja als rechts außen jetzt 5 Tore gemacht hat und so, eben beim Chapeau, ne, bei aller Ehren wert. Aber er ist einfach kein rechts außen. So, und das gleiche hast du links, wenn jetzt, ich meine, Kostic hat, glaube ich, 2 Spiele gefehlt, einmal in der Europa League Quali gegen Vaduz und dann einmal gegen Augsburg, weil er krank war. Stell dir vor, der hätte sich irgendwas gerissen. Und dann stehst du da und hast du einfach, was willst du da machen? Da hast du einfach keinen Außenbahnspieler mehr. Ne? Also der hat ja wie viele Scorer-Punkte gesammelt? 15 oder so? Ja, und jetzt kannst du ihn halt nicht ersetzen. Und das gegen die Bayern. Ich meine, der Alaba, der lacht sich schlapp, wenn da so ein Durm ankommt. Ne? Also deswegen kannst du das eigentlich auch nicht bringen. Für oder mich so ein Davies auf deiner Seite. Stell dir mal vor, ja. Davies im Laufduell mit Timothy Chandler. Ey. Da musst du dem Chandler einen Mofa hinstellen, dass er da hinterher kommt. Aber ist es da nicht vielleicht sinnvoller, wir gehen tatsächlich weg von diesen Optionen und sagen, wir stellen wirklich Ivan Ndicka, auch wenn ich weiß, dass Hütter nicht das will, weil er normalerweise nicht auf diese Position die Leute, die eigentlich einen anderen Fuß haben, hinstellen. Ist es nicht vielleicht doch sinnvoll, dass man sagt, man packt Ivan Ndicka dahin, weil er wenigstens der bessere Verteidiger ist? Ja, doch. Also ich finde tatsächlich, ja, dass wir eventuell auch mit 4 oder 5 Innenverteidigern dann da hinten tatsächlich rumgurken könnte ich mir sogar vorstellen. Lass es doch einfach mit 8 Innenverteidigern spielen und 2 Stürmer. Genau. Nein, sind wir doch mal ehrlich. Also auf der Seite, ich kann mir das schon vorstellen, Marvin, auch wenn du so die Interviews von Hütter gehört hast, er will ja eine Überraschung aufbieten, hat ja noch nicht verraten, wer spielt. Ja, eventuell kommt tatsächlich auch mal Da Costa wieder zurück in den Kader. Das wäre tatsächlich die größte Überraschung für mich, wenn er mal wieder in die Startelf kommt. Muss man gucken, aber warum Ndicka nicht auf der Seite? Es wäre tatsächlich zumindest nach hinten eine gute Absicherung, ob dann natürlich nach vorne geht, von der Seite dann halt wirklich gar nichts. Schon wieder gar nichts. Also das musst du ja
Also du musst eigentlich grundlegend in diesem Spiel, weil du hast halt keine Alternativen, auf jegliche Flügelspieler verzichten und musst halt einfach mehr ins Mittelfeld packen. Dann bleibt es aber trotzdem für mich bei dem Punkt, den Stefan ganz am Eingang erwähnt hat, nämlich diese Motivationsthematik. Ja, die sind jetzt irgendwie alle sauer, aber ich sehe halt in diesem ganzen, nicht nur Kader, sondern generell in dem Verein, vielleicht mal abgesehen von Bobic, der in der Lage ist, wahrscheinlich den einen oder anderen hier in Senkel zu stellen, aber ich habe halt hier keinen, der irgendwie in der Lage ist, diese Motivationskeule mal auszupacken und all dieser Frust, der in diesen Menschen drin ist, nach diesem Spiel gegen Mainz, irgendwie zu kanalisieren. Das war halt der große Vorteil in der Vergangenheit. Du hattest den Kovac, der irgendwie in der Lage war, die in Senkel zu stellen und auszurichten. Du hattest einen Boateng, der irgendwie qua seiner Aura in der Lage war, die Jungs irgendwie aus der Kabine rausschweben zu lassen. Wen willst du denn da hinstellen, der die Jungs mal irgendwie auf Trab bringt? Stefan, was meinst du? Müsst ihr so einen Ede Geier mal ausleihen, dass der da einmal so einen Energie-Cottbus 2000 Kabinen zusammenschiss irgendwie auspackt. Ja. Ja, aber prinzipiell klar. Also ich sehe da tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie Hütter in der Kabine ist. Ich glaube aber nicht, dass er Kovac-mäßig da irgendwie auf einer ist, der auf den Tisch haut oder so. Ja, wenn du jetzt schon wieder die Interviews liest, wo er irgendwie sagt, von wegen, wir müssen einen extrem guten Tag haben, da weißt du ja schon, in welche Richtung das Ding gelenkt wird. Ja, ja? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil das irgendwie so ein bisschen das Argument schon parat legt, falls es nicht klappt. Ja? Wir sind es doch uns allen klar, dass das jetzt ein Zusatzspiel ist, aber wir sind wieder im DFB-Pokal-Halbfinale. Das ist eigentlich eine richtig krasse Leistung, innerhalb von 4 Jahren dreimal im DFB-Pokal-Halbfinale, zweimal davon sogar im Finale gewesen zu sein, einmal sogar den Pokal geholt zu haben. Also das ist eine richtig krasse Nummer und ich glaube auch, wir haben sie eben ja angesprochen. Ich glaube auch, dass ein Rode eigentlich mehr will. Und ich glaube auch, dass ein Kevin Trapp einfach mehr will. Aber es ist irgendwo, irgendwas innerhalb dieser Mannschaft, vielleicht des größeren Verbundes, wo ich sagen würde, es stimmt nicht hundertprozentig, dass sie das auch nicht dauerhaft abrufen können. Und dass sie dann irgendwie wieder in so Phasen kommen, wo du denkst, was ist hier los? Ja, es fehlt so dieses Oliver Kahn-hafte so, ne? Dass du irgendwie weißt, du, jedes Trainingsspiel muss da gewonnen werden, weil sonst frisst der Typ dich auf, so, ne? Und das irgendwie hast du gar nicht. Hast du das Gefühl, so, ja, das pimmelt alles so ein bisschen vor sich hin irgendwie und keine Ahnung, hier mal verlieren, da mal gewinnen und dann irgendwann wirst du halt Elfter oder so. Aber dass da mal einer richtig, richtig auf den Tisch haut, so, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Meine Hoffnung, Leute, ist ja immer noch auch, dass eventuell einfach in den Köpfen der Bayern dieses Pokalfinale, das Verlorene gegen uns, steckt. Ich hoffe auch wenn die Aussagen teilweise da etwas, es ist natürlich ein ganz anderer Kader, das wissen die auch, wenn du es rational betrachtest, hat das teilweise nichts mehr miteinander zu tun. Und dann noch unsere Maschine Kostic fehlt und so weiter und so fort, das macht alles nicht einfacher. Trotzdem glaube ich, wenn du mit ordentlich bist und denkst, und deshalb ist die Einstellung, und das, Stefan, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, die muss richtig geil sein, die muss so richtig bissig sein, das muss so richtig, muss die Wut direkt kanalisiert. Müll um die Bande treten, so. Genau, dass die einfach merken, okay, hier sind wir im Endeffekt an einem Punkt angekommen, das ist, dass die Erinnerung zurückkommt, diese Schockmoment, da haben wir ja schon mal verloren, jetzt müssen wir hier wirklich, das macht so vielleicht nervös, ist zumindest meine Hoffnung, ob es am Ende so ist, damit spiele ich so ein bisschen, damit hoffe ich drauf, dass rational wird es ein super schwieriges Spiel, aber wenn du frühzeitig ein bisschen zumindest das versuchst zu auszugleichen durch viel Kraft, durch viel Laufen, durch viel, ja, vielleicht auch mal so Nicklichkeiten, mal auf dem Fuß stehen und so weiter und so fort. Ja, vielleicht ist tatsächlich was drin. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, ja, ich hatte gehofft, dass Paciencia zurückkehrt, weil er ja im Mannschaftstraining war. Der ist ja keine Option. Der wurde ja heute gemeldet nochmal. Da hast du vollkommen recht. Paciencia, ich freue mich auch, wenn der jetzt endlich mal bald zurückkommt. Das wäre so, so wichtig. Allein, dass du dann offensiv mal wieder eine weitere Option hast. Ja, ich meine, es ist ein guter Spieler. Genau. Wir haben gesehen, dass er auch eine gute Entwicklung auch noch mit sich getragen hat. Auch wenn das natürlich jetzt noch nicht gleichwertig im Vergleich zu den letzten Jahren der Fall war, auf jeden Fall. Aber am liebsten wäre es mir bezüglich der Bayern, dass morgen irgendwie feststünde, wann genau die Champions League stattfindet und wo die genau stattfindet, dass die morgen schon wissen, oh, wir sind ja dann auch bald wieder in der Champions League.
Champions League und die, ganz ehrlich, diese Champions League, diese ganz Europa, also die Champions League Runde, wie immer die dann auch gespielt wird, das kann ja für den ein oder anderen mental fitten Verein auch echt ein easy Ding sein, hier das Ding zu holen, ja, weil du viele Aspekte da nicht hast, die normalerweise stattfinden würden. Du wirst es wahrscheinlich irgendwo in einer Stadt alles austragen, das wird alles unter relativ klinischen Bedingungen passieren und unter klinischen Bedingungen, das wissen wir ja auch, können die Münchner Bayern ganz gut spielen, das sehen wir auch Tag für Tag in deren Stadion, ja, Grüße nach München. Ja, also insofern wäre das irgendwie ganz cool, wenn die wüssten, oh Gott, jetzt müssen wir ja fit bleiben, weil bald ist Champions League, aber es ist halt schon krass, weil die Bayern haben halt doppelt so viele Punkte wie wir, gerade wenn du dir nur die Bundesliga anguckst, die rasieren hier durch, die haben auch innerhalb von wenigen guten Minuten, naja, eigentlich war es sogar das ganze Spiel, was relativ souverän war, hauen die einfach die Leverkusener weg. Das ist schon eine Mannschaft, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Also das ist schon eine krasse Kälte, die die Münchner ausstrahlen. Aber ihr habt beide recht, vielleicht gibt's irgendwie irgendwas, womit wir sie kitzeln können. Das wäre so wichtig. Ich will einfach nur, dass sie Thomas Müller umhauen und der Rest. Highlight des Tages. Da würde ich, genau. Da würde ich dann den Fernseher aus und leg mich pennen. Ja, auch applaudierend kurz mal aufstehen. Genau. Ja, aber ich glaube, also ja. Du kannst sie eigentlich wirklich, also spielerisch können wir da sowieso schon mal nichts reißen. Wenn wir einen guten Tag haben, dann vielleicht motivationstechnisch. Wobei ich schon glaube, dass auch da die Bayern uns einen Vorsprung haben. Die haben halt nun mal einen Oliver Kahn und einen Rummenigge und sonst irgendwas da sitzen. Ich glaube, wenn die da, und im schlimmsten Fall geht der Hoeneß höchstpersönlich zur Halbzeitansprache, dann rennen sie sowieso alle wie sonst was, wenn der irgendwie mit Schaum vor dem Mund dir da gegenübersteht. Ja, also vielleicht maximal noch, wenn es so ein bisschen an der Ehre kratzt, tatsächlich die Idee, die Marvin da gerade eben hatte, wenn die tatsächlich so den größeren Wettbewerb haben, auf den die sich jetzt irgendwie konzentrieren müssen, weil die sind ja auch alle irgendwie erfolgsgetrieben, dann könnte noch so ein Ding sein. Aber glaubt ihr wirklich, dass da jetzt so kurzfristig was bekannt gegeben wird? Was ich glaube es nicht, aber ich muss doch jetzt hier nicht mit Fakten arbeiten. Ja, Entschuldigung. Ich muss doch jetzt irgendwie sehen, dass wir uns irgendwie rumhangeln. Ja. Ja. Positiver Aspekt. Alex hat gerade in dem Chat geschrieben, vielleicht als gutes Omen, Kostic war damals beim Pokalsieg auch nicht dabei. Vielleicht das gepaart mit den Socken von Stefan Reich? Ja, guter Hinweis. What could possibly go wrong? Die beide Paar morgen am. Ja, am besten. Oben und unten. Über die Hände ziehst du das andere Paar. Ja, es muss jetzt auf jeden Fall klappen. Ja, ganz aber wenn es dann klappt, dann muss ich das immer machen. Das geht ja auch nicht. Ist korrekt. Stefan Reich, sag mal, warum kannst du hier so komisch dein Bier da so trinken? Ja, das hat gewisse Gründe. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Das hat Gründe. Sehr gut, ja. Ja. Naja, dann müsst ihr mir jetzt aber schon mal den Tipp nennen. Wollen wir nicht vielleicht erst noch mal die Aufstellung komplett einmal durchgehen, bevor wir jetzt hier tippen? Ja, das können wir natürlich auch machen. Weil die spannende Frage ist ja tatsächlich, wer im Tor spielt. Ja, das tatsächlich auch. Nee, welches Spielsystem ihr für eure Aufstellung wählt, bleiben wir, wenn wir keine Flügelspieler haben, tatsächlich bei einer Dreierkette? Oder gehen wir wieder auf die Viererkette? Also Viererkette hat überhaupt nicht funktioniert, dadurch bitte dabei bleiben. Würde ich auch sagen. Das letzte Spiel mit der Viererkette war ja auch in München. Das war irgendwie, hast du ja 5 Stück bekommen. Also ich würde auch bei der Dreierkette bleiben und ja, also dass die Dreierkette, die de facto eigentlich die ganze Zeit eine Fünferkette sein wird, weil du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit hinten drin stehen. So. Ja. Genau. Mit also Abraham bitte statt Ilsanke. Ja, genau. Dankeschön. Genau. Also wir können ja mal hinten anfangen. Das heißt, Trapp, Hasebe, Hinteregger, Abraham. Diese vier sind erstmal fix. Genau. Ne? Da wird nichts gemacht. Dann gehen wir weiter. Wen sagt, würdet ihr nehmen? Ilsanker oder Chor? Als Sechser? Chor. Ja. Chor würde ich machen. Und dann natürlich daneben wahrscheinlich wieder Rode, der dürfte auch gut ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Genau, das heißt, statt Kostic nehmen wir dann Dicker? Ja. Ja, okay. Also macht Sinn, aber ich würde sagen, er lässt Chandler spielen. Ja, Chandler links, okay. Und dann rechts, dann was machen wir dann rechts? Touré. Oder machen Touré, wir dann rechts Chandler? Du meinst, wenn er Dicker spielen lässt? Ja. Müssen wir halt sehen, ne? Okay, aber ihr meint, also okay, ansonsten würdet ihr Touré da sehen. Ich okay. denke schon, dass Touré eher da spielen wird. Ich weiß nicht. Also es ist nicht meine Lieblingsausstellung, aber es ist wahrscheinlich so, wenn du an das
gehst, was Hütte momentan ja auch so spielen lässt, dann denke ich schon, dass wenn tatsächlich Chandler auf die andere Seite rückt, dass Touré dann rechts spielt. Ansonsten, wenn Endicke hat, dann tatsächlich vielleicht Chandler rechts. Eine Alternative, da Costa glaube ich einfach nicht dran, dass er tatsächlich jetzt Spielzeit bekommt. Sonst wäre das ja auch noch eine Alternative. Okay, und das heißt dann vorne, gehen wir mit Gacinovic, Kamada und Silva würdet ihr das anders lassen? Nee, würde ich so machen. Vor allem Gacinovic wird auf jeden Fall spielen, glaube ich, weil das ist halt derjenige, der da am ehesten den gegnerischen Sechser irgendwie anpressen kann die ganze Zeit. Ne? Also den wird er in so einem Spiel nicht nochmal draußen lassen. Ja, geil. Ist natürlich wieder so mit einem Stürmer, aber ja, hast halt keine Alternativen. Der wird sich halt schon da vorne ganz ordentlich aufreiben gegen die Innenverteidigung. Absolut, ey. Ja. Aber ich stelle mir da morgen, auf jeden Fall, aber ich stelle mir da tatsächlich schon vor, dass wenn jetzt aus irgendeinem Grund, was weiß ich, die Bayern haben heute zu viel gesoffen, weil aus irgendeinem Grund Leverkusen aus dem Pokal geflogen ist und jetzt haben sie sich gedacht, okay, super, jetzt die scheiß Leverkusener können ja gar nichts und dann drin sind die morgen irgendwie verdammt. Wird alles nicht passieren. Aber wenn wir jetzt lange das Ergebnis offen halten können, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass mit einem Wechsel weg von Kamada vielleicht dann hin zu Dost dann in der zweiten Halbzeit dann noch ein paar mehr Möglichkeiten da sind, je nachdem, oder wenn du dann Dost dann einwechseln kannst. Aber es ist natürlich reine Spekulation, aber ich finde auch, dass diese Kombination Gacinovic, Kamada, Silva vorne erstmal zwar eine defensivere, aber trotzdem immer noch eine sichere Variante ist. Da hast du aber was Gutes genannt, Marvin, gerade. Das Wichtigste ist, dass wir nicht früh schon 2-0 zurückliegen oder sowas, sondern wirklich versuchen, lange das Spiel offen zu halten. Dann kann immer mal so ein Ding reinfallen. Dann ist auch, glaube ich, tatsächlich Dost oder auch ein Kamada, der tatsächlich ja auch immer mal was aufblitzen lässt. Vielleicht möglich Chor mit einem schönen Fernschuss. Er kann es ja eigentlich. Das ist ja immer das Schlimme. Das ist so, was die abrufen, ist ja momentan einfach teilweise auch einfach zum Brechen. Ne? Aber du hast ja vollkommen recht. Und das will ich jetzt. Ich will jetzt, dass die brechen. Ich habe vollkommen Bock, dass dieser Chor mit in der 20. Minute schon seine gelbe Karte abbekommt. Dass der in der 40. Minute schon so verwarnt wird, dass der auf jeden Fall in der Pause daheim bleiben muss. Und dann können wir ja dann den Ilsanger reinbringen. Ich will, dass die denen auf den Knochen stehen. Wie du vorhin gesagt hast, ich will, dass sie aggressiv zu Werke gehen. Dass der Thomas Müller froh ist, dass er nächste Woche nicht mehr spielt, weil er die fünfte gelbe Karte bekommen hat. Ich will, dass der Lewandowski sich zum Glück keine Gedanken machen braucht, ob er die Europameisterschaft spielt, weil die dieses Jahr eh gar nicht stattfindet. Ich will, dass wir komplett aggressiv zu Werke gehen, dass wir hier den Acker ummähen. Das will ich. Das muss ich sehen, weil nach Mainz, nach dieser körperlosen Vorstellung, will ich jetzt einen Kontrapunkt sehen. Das muss jetzt passieren. Gefällt mir auf jeden Fall. Gehe ich mit. Marvin, das Einzige, was mir jetzt noch gefallen würde, ist, wenn wir bei Standards, und das ist was, was werden wir wahrscheinlich nie mehr lernen, auch in dieser Saison wieder nicht, dass wir einfach nicht so leblos auch dabei sind. Weil das war ja wieder, ich verstehe wirklich nicht, wie so das schon wieder so ein Schlendrian drin ist, dass du selbst aus deinen Standards wieder gar nichts machst und die Standards der anderen immer, also gerade gegen Mainz, ich glaube, da waren 3-4 Dinge, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was passiert denn da? Das darf einfach nicht passieren. Wir müssen wieder ein bisschen diese Stärke, das wäre geil, wenn du einfach hier mal wieder ein schöner Hinti-Kopfball oder sonstiges, da geht ja was. Das muss einfach, die eigene Stärke muss mal wieder ein Standard sein oder Standards generell. Glaub nicht, dass in den 3 Tagen sich jetzt viel geändert hat, aber vielleicht ist einfach nur eine kleine Stellschraube. Ich hoffe, Hütter kennt das und kann da ein bisschen was umstellen, ob es nun die Raum- oder die Manndeckung ist, die vielleicht nochmal geändert werden muss. Aber das war wieder so deprimierend und andere Mannschaften, gerade die, die auf dem Papier dann nicht so die Chance haben, nutzen sowas ja oft aus. Ich hoffe einfach dran, oder ich glaube dran, dass wir vielleicht da ein kleines Pünktchen Glück haben und so ein Tor fällt. Deshalb würde ich jetzt, wenn es für euch okay ist, zu den Tipps übergehen. Ja, dann hau mal raus. Also ich tippe tatsächlich auf ein 1-0 und irgendein dreckiger Freistoß, der reinfällt, noch hinten raus, 89. Minute oder sowas, sodass die Bayern auch nicht mehr groß was nachlegen können und bis dahin schönes 0-0. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Wenn die Bayern nicht in der 90. Minute irgendwie 5-0 führen, dann gibt es einfach 48 Minuten Nachspielzeit und dann und im Zweifelsfall wird noch ein Elfmeter zugesprochen. Ja. Ist ja immer das Gleiche. Um mal hier sämtliche Narrative. Das hoffen wir mal für morgen nicht. Aber also ich bleibe bei einem 1-0. Stefan, Marvin, wer möchte weitermachen? Ja, Stefan erst. Ja, da kann ich machen. Also ich kann ja jetzt nicht gegen die Eintracht tippen. Ne? Das macht man ja nicht quasi. Okay. Das ist korrekt. Dementsprechend ganz räudiges Spiel.
Richtig, aber so wie Marvin sagt, so, die werden richtig eklig beackert, die werden dann selber auch fies und so, viele gelbe Karten, viele kleine Fouls. Dann irgendwann Tor für die Bayern 1-0, dann lassen sie ein bisschen, lassen sie das alles ruhiger angehen. Dann irgendwann glücklich das 1-1 gegen Ende und dann in der Verlängerung Freistoßtor von Kamada. Gacinovic. Auch schön. Weil es so schön war. Ja. Auch schön. Und dann 2-1, zack, ab nach Hause. quasi mit dem Schlusspfiff fällt der Ball ins Netz. Genau, genau. Abgefälscht oder so am besten. Von Thomas Müller. Genau, genau. Das wäre. An einer Stelle, die ihm vorher schon wehgetan hat, wegen einem Foul. da könnte es mehrere Stellen in dem Moment geben, aber genau. Das wäre eine großartige Vorstellung. Thomas Müller verursacht den Siegtreffer. Das wäre wirklich schön, ja. Da nehme ich mir jetzt auch ein Beispiel dran tatsächlich. Ich sage 2-0 für die Eintracht aus irgendeinem Grund. Oh. Ja, also Eintracht gaukelt irgendwie ein Tor rein, ja, aber halt auch nur, weil es so ein halbes Eigentor, ja, eigentlich so Chor versucht, den Ball irgendwie ins Tor zu hauen, der wird ganz unglücklich abgefälscht, ja, und dann stusselig 1-0, dann rennen dann die Bayern die ganze Zeit an, aber die Eintracht ist durchaus bissig und hat auch eigentlich keinen Bock auf diese Bayern, steht ihnen die ganze Zeit auf die Füßen und dann auch wieder eine dumme Aktion eigentlich, ich glaube, die Eintracht hat auch nur zwei wirkliche Torschüsse, alles andere sind Chancen, die Bayern daraus machen. Und das 2-0 passiert dann im Endeffekt durch einen Treffer, der dadurch zustande kommt, dass der eingewechselte Bas Dost den Ball eigentlich an den Innenpfosten klatscht. Der will schon wieder raus, aber an den Rücken von Neuer, dann 2-0, die Messe ist gelesen. Die Bayern schlagen sich quasi selbst und die Eintracht ist erneut im DFB-Pokal-Finale. Dann den Gegner, den lasse ich noch offen. Okay. Stefan, 0-1 warst, Saarbrücken verlieren. Ja, Stefan, du warst bei nach Verlängerung oder in der Nachspielzeit? Verlängerung. Ja, dann würde ich ja tatsächlich auch bei dem 1-2 mitgehen, nur dass das zweite Tor für die Eintracht nicht nach einem Freistoß kommt, sondern nach einem Vollspannschuss von Dost, der an der Nase von Thomas Müller abprallt und ins Tor fällt und der dann einfach den Rest der Saison nicht spielen kann, weil er einen Nasenbeinbruch hat. Trümmerbruch. Ja. Ui, ui, ui. Entschuldigung. Ich merke schon, das hat schon kaum noch mal was mit Fußball zu tun, ist ja schon Wrestling. Ja, ist eher so Ultimate Football irgendwas. Ja, sehr gut. Ja. Erweitert. Wir müssen uns ja anpassen. Genau. Neue Regeln, Corona. Marvin, du hattest ständig dafür plädiert, dass ein neues Spiel während dieser Corona-Zeit erfunden werden muss. Wir sind mittendrin. Ich bin bei dir. Ja? Bin ich super. Bei der Mann. Super. Ja, das wäre tatsächlich was. Das wäre tatsächlich super. Was. Ich hadere noch mit mir, ob ich es nervlich schaffe, diese 90 Minuten morgen zu schauen. Vielleicht 90 plus X, ja. 90 plus, was auch immer. Ich bin ja noch ziemlich relaxed, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin jetzt ehrlich froh, dass wir uns jetzt hier so ein bisschen in Rage reden, ja. Weil irgendwie vor dem Eintracht-Podcast hier war ich emotional auf Nullpunkt, ja, und war mir eigentlich ziemlich egal. Jetzt habe ich schon langsam wieder ein bisschen Bock, aber ich hoffe halt wirklich, dass die Aggressivität der Eintracht dann dazu kommt. Ich kann was für deinen emotionalen Nullpunkt-Tiefpunkt tun. Wir müssen nämlich noch über das Spiel gegen die Hertha sprechen. Ah, super, ja. Ja. Der emotionale Nullpunkt der Liga, ey. Der emotionale Nullpunkt der Liga, genau. Der erwartet uns am Samstag in Berlin. Da müssen wir ran gegen die Hertha. Wahrscheinlich eins dieser wenig interessanten Spiele, wo es auch irgendwie, wir hatten ja vorhin geschafft, mit dem Abstieg haben wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hoffentlich zu tun. Auch tendenziell um nicht viel gehen dürfte. Und für den Gegner geht es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel. Also auch das verspricht so ein richtiger Leckerbissen zu werden, oder? Es ist halt ganz schlimm, weil die Hertha, die ist halt gerade auf dem Bruno-Hype-Train. Und ich sehe da ehrlich gesagt noch nicht wirklich viele Chancen. Die Hertha rauscht gerade durch diese Bundesliga, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Bruno, keine Ahnung, was der da mit seiner Mannschaft gemacht hat. Aber das ist jetzt auch okay. Natürlich mal verloren gegen Dortmund. Kleinigkeiten, pipapo. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus, oder Stefan? Ja, also der schöne Bruno macht da einen guten Job so, das kann man tatsächlich gar nicht anders sagen. Das ist so ein, also die Spiele in Berlin, die sind
immer ätzend. Das ist auch so eine Auswärtsfahrt immer. Ich habe ja ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Ich bin da jedes Jahr hingedackelt, so, wenn die Eintracht da war. Und es ist einfach, es ist immer schweinekalt. Es war immer irgendwie im Winter. Also diesmal nicht so, ne? Aber es war immer so das Gefühl, du fährst dahin, es dauert ewig, bis du da bist. Frierst dir den Arsch ab, so, es zieht, ne, so, und dann siehst du so ein ekliges 0-2 oder so. Es sind immer eklige Spiele da, und jetzt kommt noch dazu, dass es irgendwie so prinzipiell, dass die Saison, die ja eh schon so komisch ist, so austrudelt, und dann, weiß ich nicht, bei denen läuft's dann auch noch und so. Also ich habe da, ehrlich gesagt, glaube ich da an nicht viel. Kann auch sein, dass ich mich täusche, bei Wolfsburg fühlt sich für mich irgendwie ähnlich an wie Spiele in Berlin. Ja, und da ging's dann ja plötzlich so, ne, keine Ahnung, ey. Aber große Hoffnungen habe ich nicht. Geht mir genauso. Ich glaube aber auch, René, du hast gesagt, für die Hertha geht es um nichts mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die noch mal nach oben hin angreifen können. Denn wenn die gegen uns gewinnen, sind die mit 41 Punkten ja auch, ja, ich sag mal, nur 2 Punkte weg von Platz 7. Ich denke schon, dass die da noch, Hoffenheim muss ja dann auch, ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Aber da wird es noch mal enger. Also ich glaube tatsächlich, dass die noch mal nach oben sich eventuell orientieren können. Marvin hat es auch ja schon gesagt, dass Hoffenheim spielt gegen Leipzig am Freitag. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch tendenziell mit Wobei lebt Leipzig. Muss man gucken. Aber deshalb, ich glaube, dass da bei denen vielleicht dadurch noch ein bisschen mehr Feuer drin ist. Also ich denke nicht, dass die es komplett austrudeln lassen. Wird umso schwerer für uns, glaube also ich. Also das ist tatsächlich schwierig. Gib dir da vollkommen recht. Du musst es wirklich so genauso sehen. Für die Hertha geht es ja noch um was. Das ist der selbsternannte Big City Club. Der will jetzt natürlich nach der Power-Verpflichtung des wunderbaren Wünsch dir was, Bruno, ne? Und der ganzen Star-Elf, die da rummarschiert, wollen die natürlich mehr, ja. Und da werden ja jetzt schon wieder große Verpflichtungen, wollen ja jetzt schon wieder an Land gezogen werden. Und da muss natürlich die Punktetabelle dementsprechend auch positiv sich auswirken. Ich glaube schon, dass die Hertha da wird es um einiges gehen, und du hast so seelenlose Geistervereine wie Hoffenheim, die momentan durch die Bundesliga irrlichten. Ja, jetzt haben sie ja den Schreuder haben sie jetzt gefeuert. Ja, dazu kann man überlegen, ob das zu Recht war. Ich finde den Schritt sogar gar nicht so verkehrt. Jetzt während der Saison ist es ein bisschen merkwürdig, aber die Ergebnisse der letzten Wochen der Hoffenheimer ließen auch zu wünschen übrig. Also insofern, die sind gerade auf dem absteigenden Ast, und da wird sich die Hertha schon bewusst Gedanken machen, vielleicht die Position 7 da nochmal irgendwie anzugreifen. Also insofern, wenn die aber wollen und wenn die kommen wollen, dann ist es natürlich auch eine Chance für die Eintracht, das ein oder andere mal wespenartig zuzuschlagen. Das größte Problem ist, dass bei der Leistung, die wir gegen Mainz gesehen haben, ich nicht wüsste, wer bei der Eintracht die Wespe sein sollte. Da sah es eher so aus, als wären das alles Ameisenbären. Ja, also das ist das Problem. Hummeln vielleicht, ja. Nee, Hummeln können auch ganz schön zubeißen, so ist das nicht. Na gut. Ich glaube, so ein Ameisenbär trifft es da tatsächlich auch schon besser, ja. Behebig, langsam, ständig die Nase in der Erde. Nase in der Erde. Ja, es ist halt, ne? Also Gott. Mache mir da realistisch da auch wenig Hoffnung, ja, aber vielleicht ist das die Chance, dass das so die Spiele sind, wo du denkst, naja, mal gucken, ob wir da was holen. Weil Stefan hat es ja schon richtig gesagt, gegen Wolfsburg hast du auch gedacht, naja, gut, so das Wolfsburger Spiel ist nicht ganz so wichtig, das Bremen-Spiel ist das Wichtige, und am Ende haben sie gegen Wolfsburg gewonnen, und gegen Bremen auch, aber gegen das andere wichtige Spiel Mainz wurde es halt nichts. Ne? Kann ja, halt sein. Ich finde auch, Wolfsburg kannst du, auch wenn es von der Spielart ähnlich ist, kannst du halt die in der aktuellen Situation, finde ich, schwierig zu vergleichen, weil, kommen wir wieder auf das Eingangsstatement, gegen Wolfsburg ging es noch um was, und da brauchst du keinen, der dich aus den eigenen Reihen motiviert, weil dann hast du halt auf der Gegenseite welche, die dich halt anstacheln, wo du halt denkst so, okay, und dir, mein Junge, zeige ich es jetzt halt erstmal, wie hier, wo der Frosch die Locken hat, ja? Was hast du denn da bei der Hertha? Nee, gegen Hertha kannst du froh sein, dass du wieder weg bist tatsächlich. Ne? Also in diesem leeren Stadion will ja kein Mensch sein. Also gerade da nicht. Ne? Also ich meine, da gehst du normalerweise fährst du nur nach Bremen und holst dir den Pokal ab und dann gehst du wieder. Aber was willst du jetzt da? Ne? Das ist natürlich wirklich bitter. Aber man muss auch überlegen, Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Jede Position für die Eintracht in der Liga am Ende bringt ja extrem viel Geld. Wie viel sind das? 1,5, 2 Millionen oder was? Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass du halt so, wie es aussieht, ja noch eine Weile ohne Zuschauereinnahmen spielst, ne? In der 5-Jahres-Wertung ist das aber immer nur, ne? Diese Position, oder? Also das genau, heißt genau, nicht, aber das, wird, ne? Ach so, stimmt. Das, ja, also den genauen Schlüssel weiß ich gar nicht tatsächlich gerade. Trotzdem, klar, also je höher du steigst, desto besser ist das natürlich. Prinzipiell, ich weiß nicht, also ja. Hertha ist gerade auf dem Aufwind. Bei uns ist die ganze Saison ist ein einziges Auf und Ab so. Du weißt nie, was du bekommst.
kann mir auch vorstellen, dass wir dann dahin fahren, weißt du, und dann fahren wir mit dem 13-0-Sieg wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es, das ist absolut, man kann überhaupt nichts tatsächlich prognostizieren diese Saison, finde ich. Ja, das stimmt. Meine Hoffnung ist ja, dass vielleicht Paciencia bis dahin ein bisschen fitter ist und mal spielt. Das heißt, wir mal wirklich mit zwei Stürmern anfangen können und theoretisch nochmal nachlegen können. Nein, es ist tatsächlich, finde ich, wir haben natürlich da extreme Schwierigkeiten, auch mit der stellt sich dann ja zum Glück auch wieder ein Kostic mit auf. Ich glaube, René, du hast ja ins Dokument geschrieben, Rode fällt aus, ne? Der hat die fünfte gelbe Karte am letzten Wochenende gesehen und darf damit mal eine Runde pausieren, ja, was natürlich gerade für Mittelfeld halt schon so ein bisschen mehr ist. Aber vielleicht Toro, dann kann Toro vielleicht mal spielen, der war ja auch nicht schlecht, bevor er da mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Also vielleicht haben wir da vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich bin ja, und da muss ich sagen, Stefan gefällt mir optimistisch, muss man jetzt hier mal hineinschauen. Und deshalb hoffe ich, dass einfach Spieler, die jetzt lange Zeit vielleicht nicht gespielt oder nicht so ihre Leistungsniveau abrufen könnten, vielleicht gegen die Hertha tatsächlich mal einen guten Tag erwischen und Ja, so ein Ikel So, der wäre mal reif. Der hat doch jetzt immer, wenn er reinkam, es war gar nicht so schlecht. So, vielleicht kannst du jetzt schon von Anfang an spielen lassen und vielleicht ist er mal ein bisschen mehr bei sich jetzt mittlerweile. So, jetzt hat er ja das erste Jahr quasi rum. Vielleicht kommt da jetzt mal was. Ja, wollen wir es hoffen. Würde ich ihm gönnen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Man muss auch gönnen können. Sehr gönnerhaft hier heute. Ja, schwierige Nummer. Mal sehen, was da jetzt noch so im Verlaufe der Woche passiert. Auch gerade, wenn Marvins erhoffte Spielweise morgen gegen die Bayern eintritt, ist vielleicht auch auf unserer Seite der ein oder andere dabei, der mal irgendwie so einen Tag Ruhepause oder irgendwas braucht. Also es könnte aufstellungstechnisch dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen Durchmischung geben. Schauen wir mal. Von daher würde ich die Aufstellung tatsächlich hier mal rausklammern, würde euch aber trotzdem noch mal zu Tipps nötigen wollen gegen die Hertha. Ja, komm, ich sag mal ein dreckiges 0-0. Ja, komm, dann lege ich mal nach. Ein absolut überraschendes und auch in dieser Höhe absolut verdientes 4-1 für uns. Oioioioioioi. Beflügelt vom 13-0 in München. Oh, ja. Okay. Da sage ich, wir gewinnen 1-0. Ja. Einfach ein paar dreckige Siege jetzt immer hintereinander, späte Tore. Dann sind wir doch zufrieden. Vollkommen absurde Tipps hier. Schwierig jetzt. Glaube ich dran, dass da realistisch einer ein Tor schießt? Naja, wenn Paciencia vielleicht fit ist, finde ich schon möglich. Ah, Paciencia, das wäre natürlich ein idealer Einstieg für ihn. Ich sage ein 3-0 für die Eintracht. Cool. Ein Tor Paciencia, zwei Tore Kamada. Na super. Also wenn das mal nichts ist. Ja. Damit wir uns wieder freuen können, um uns dann im nächsten Spiel wieder fürchterlich über ihn aufzuregen, weil er wieder auf die Nase fällt, weil irgendeine Fliege von links gekreuzt hat oder sowas. Boah. Fürchterlich. Ja, wenn wir jetzt schon gerade bei der Hertha waren mit ihrem Big City Club, müssen wir natürlich über ganz wichtige Dinge sprechen, nämlich über unseren Dummschwätzer der Woche. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Wir haben in der Vorbesprechung noch so ein bisschen gerätselt, haben wir denn tatsächlich jemanden, der sich zum Dummschwätzer der Woche qualifizieren lassen würde? Und das hat keine Millisekunde gedauert, da hat Stefan einfach einen Namen fallen lassen und da war klar, okay, wir müssen diese Rubrik heute bringen. Bevor wir über die Kandidaten dieser Woche sprechen, müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer da letzte Woche den Sieg geholt hat bei unserem Dummschwätzer. Wir hatten 5 Kandidaten und wir haben auf den Treppchen, es ist eine stellenweise sehr knappe Entscheidung, auf Platz 3 der DFB, den Marvin zur Hälfte und ich zur Hälfte nominiert haben für diese wunderbare Idee dieses Kontrollausschusses in Bezug auf zu den Statements der Spieler in Bezug auf George Floyd. Was ich nach wie vor für eine großartige Idee von denen halte. Dann auf Platz 2 die Basketball-Bundesliga für ihre wunderbare Aussage, dass sie eigentlich keine politischen Statements zulassen wollen. Und gewonnen
und das wird Marvin sehr freuen, das war nämlich seine Nominierung, die Welt dafür, dass sie Steve Bannon ein wunderbares Sprachrohr bieten mit 32%. Also es war sehr knapp, Platz 3 hat 24%, Platz 2 hat 28% und Platz 1 32%. Also es war ein doch durchaus knappes Rennen. Liebe Leute, liebe Welt, irgendwann schicke ich euch mal diesen Dummschwätzer der Woche. Ich komme persönlich mal vorbei. Wir haben ja schon länger gesagt, Döpfner, wir müssen uns irgendwann mal persönlich in Auge angucken, ja, beziehungsweise Ulf Poschardt, irgendwann ist der Tag gekommen und dann überreiche ich euch den Pokal. Großartig. Wir werden auf jeden Fall das irgendwie akustisch oder anderweitig begleiten. Das klingt auch nach einer wunderbaren. Wenn wieder Auswärtsfahrten möglich sind, dann machen wir da mal eine Auswärtsfahrt hin. Würde ich sagen. So, dann schauen wir doch mal, wen haben wir denn diese Woche auf der Liste? Und Stefan, du hast da einen gar wunderbaren Namen vorhin genannt. Absolut, Oliver Minzlaff. Aber jetzt muss ich, ja, ganz was Feines. aber eigentlich ist es nicht nur Oliver Minzlaff, sondern seine ganze RB-Gang. Weil ja gestern irgendwie öffentlich wurde, dass RB, also Red Bull, Rasenballsport 100 Millionen Euro Schulden erlässt. Was natürlich ein ganz normaler Vorgang, absolut üblicher Vorgang, ganz klar. Irgendwas wurde da in der Bilanz hin und her. Ich habe es nicht ganz verstanden, so, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall absolutes Gemauschel und Minzlaff hat ja, glaube ich, im Januar erst oder Februar oder so gesagt, ja, wir kriegen unser Geld ja nicht von der Sparkasse Leipzig, sondern von Red Bull und das müssen wir alles zurückzahlen, bla bla. 4-5 Monate später muss er es dann doch nicht mehr zurückzahlen. Von mir wirklich, ich würde mir wünschen, dass mir jemand 100 Millionen Euro leiht und dann erlässt er mir die Schulden. Finde ich super. Ich kann dir einen Euro leihen und dir die Schulden erlassen, wenn dir das schon mal auch, so Anfang. Von Anfang hilft. Genau. So, der große Hashtag reich schuldenfrei, ja, genau so machen wir das jetzt, dann lassen ihm jeder einen Euro, ja, dann ist das, haben wir irgendwann RB-Verhältnisse tatsächlich, aber Stefan, du sprichst ja an, das ist alles ein so erbärmliches Gemauschel, seit absolut. Jahren werden wir hier vorgeführt und immer wieder, ja, nee, das ist ja alles ganz okay, so muss das ja sein, das ist alles ganz in Ordnung, das machen andere Vereine auch so, labert uns doch nicht voll. Jeder, der irgendwie zweimal in der Woche nüchtern ist, sieht auf jeden Fall, dass ihr alles ganz schön schlecht macht. Und vor allem dieses Geheuchel drumherum die ganze Zeit, ey, weißt du, dann sag doch, dass du 100 Millionen Euro geschenkt bekommen hast. Das ist doch, wissen doch eh alle. Das ist genau dieses derselbe Eiertanz wie diese Scheiße, wenn die irgendwie den 38. Spieler von Salzburg holen. Ja, nee, das waren harte Verhandlungen, der hätte überall gegen den Arsch gehen. Ja. Natürlich geht er nach Leipzig, weil das eine Suppe ist. So, da kann mir keiner was anderes erzählen und da braucht sich auch niemand da hinstellen und sagen, ein ganz übler Vorgang, Arsch lecken. Als ob wir irgendwie zu blöd wären, das zu blicken. Die einzigen, die wirklich zu blöd sind, das zu blicken oder es nicht blicken wollten, waren die Leute im Lizenzierungsausschuss in der DFL 2008 oder 2009 oder wann es war. So. Weil die den ganzen Scheiß einmal durchgewunken haben. Das ist total völlig lächerlich. So, es ist A, himmelschreiend unfair und B, dann dieses blöde Rumgeeier, dieses Geheuchel und das geht mir so auf den Sack, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Es ist wirklich genauso erbärmlich, wie du es ja eben schon gesagt hast. Gulaschi, Upamecano, alle nach harten Verhandlungen, nach Leipzig. 20 wohl. Leute oder so mittlerweile, ey. Das hat damit, wir sind absolut getrennt voneinander. Vereine haben nichts miteinander zu tun. Ich lach mich tot, ey. So. Also dann sag doch einfach, wie es ist. Das wissen doch eh alle, was Phase ist. Da brauchst du doch nicht rumeiern. Dann sag ja hier, wir sind Red Bull Leipzig, das ist Red Bull Salzburg. Natürlich tauschen wir die Spieler und außerdem kriegen wir 100 Millionen Euro geschenkt. Was wollt ihr machen, ihr Penner, so, ne? Also dann wissen wir, dann musst du dich nicht für dumm verkaufen lassen, so. Das ist halt albern. Insgesamt absolut alberner Verein, muss man echt sagen, ey. Also, ich glaube, eine verdiente Nominierung, ja, oder? Definitiv. Oh ja. Oh ja, definitiv. Sehr gut. Eieieiei. Echt fürchterlich. Naja. Na dann, ich habe auch noch eine. Ja. Oh ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Lieblingsthema tatsächlich. Nee, eigentlich nicht Lieblingsthema. Ich wäre froh, wenn wir da nicht drüber reden müssten. Aber es gibt ja momentan immer noch sehr viel, auch in unserer Gesellschaft, leider viel Rassismus. Und jetzt gibt es aber gerade eine Bewegung, die darauf aufmerksam macht. Die Black Lives Matter Demo ist in Deutschland auch gestartet, in Frankfurt unter anderem mit sehr, sehr viel, über 10.000 allein am Samstag, die gezeigt haben, dass sie auf Rassismus keinen Bock haben. So, und jetzt hat natürlich auch Sky90 gedacht, okay,
im Zuge der Tatsache, dass sehr viele Spiele auch ebenfalls klar bekannt haben, kein Bock auf Rassismus und haben für George Floyd nicht demonstriert, aber haben gekniet für ihn und so weiter und so fort. So, und jetzt hat sich die Sky gedacht, okay, dann müssen wir das natürlich auch mal auf die Tagesordnung setzen und sprechen auch über Rassismus in der Bundesliga. Und da haben wir einen Altbekannten, einen sehr weisen Fußballfunktionär namens Armin Fee. Sehr weiß, der, ja. Ja, der genau. Vielleicht auch der Weißen, ja, wenn man das so sieht wie er offenbar, ja. Der ganz klar gesagt hat, nee, also Rassismus, das hier, also hier Bundesliga, nee, seit vielen Jahren ja kein Thema, brauchen wir uns nicht verrückt machen. Ja, und dann, weißt du, jemand, der eh keine Probleme hat, außer welcher Weißwein oder welcher Rotwein steht als nächstes neben mir, ja, der genau erzählt genau sowas. Ja, das habe ich gern. Und dann braucht es zum Glück jemanden wie Pablo Thiam, der dann wirklich zugeschaltet war und wirklich mal berichtet hat, was es im Endeffekt bedeutet, auch als schwarzer Fußballspieler unterwegs zu sein, wie oft man Rassismus ausgesetzt wird, auch in der Bundesliga, ja, und Armin Fee, der das dann immer klein hält und auch noch nicht mehr anerkennt, dass es ein Problem gibt, ja, natürlich mag es nicht so dramatisch sein wie in den USA, aber es ist vorhanden und es ist ein Problem, allein wenn wir uns überhaupt mal angucken, ich will gar nicht die ganze Özil-Thematik wieder aufrollen, die letztes Jahr passiert ist, aber es ist ein Problem und das zu leugnen, bringt es halt nicht weiter und da ist Armin Fee genau der Rotweinbruder, der lieber, das denkt man, des Schweigens darüber hüllt oder irgendwie mit kecken Sprüchen versucht, das Thema abzukanzeln. Ich war im Zuge dessen sehr, sehr froh, dass unser guter Kollege Max Jakob Ost, also der Genetzer von Rasenfunk, dabei war bei Sky 90 und hat der ganzen Sache Paroli geboten und hat mal ein bisschen differenziert erklärt, welche Probleme tatsächlich stattfinden, auch in der Bundesliga. Das war bitter nötig, sonst wäre diese lächerliche Schau noch peinlicher geworden, muss man tatsächlich sagen. Er hat es zu einer guten Sendung verholfen, aber deswegen mein Dummschwätzer der Woche, Armin Fee, der lieber mal sich mit den weltlichen Problemen auseinandersetzen sollte und nicht, wo er demnächst seinen Wein bestellt. Aber Marvin, in seiner kleinen Blase merkt er das doch gar nicht. Also da muss man ja wirklich sagen, das ist typisch Fee, oder? Und das ist auch typisch das Publikum, was normalerweise, wir hatten ja im Vorlauf der Sendung schon drüber gesprochen, die Leute, die auch dann im Doppelpass noch sitzen und so weiter. Das ist natürlich überhaupt nicht kein Sprachrohr, auf das du was geben kannst. Das ist auch zum Glück so und man muss wirklich sagen, völlig eine verdiente Nominierung, ist auf jeden Fall traurig. Den Leuten, den musst du natürlich, die sagen dann, ja, es gibt keinen Rassismus, weil vielleicht nicht jeder hier die Schimpfworte verwendet, die Armin Fee in seinem, in seiner Kalender, in seinem Ding sagt, ah, das war aber doch jetzt rassistisch gemeint. Die sehen natürlich überhaupt keinen unterschwelligen Rassismus oder sowas, dafür haben die kein Gespür, das ist einfach für die, nee, das gibt's doch nicht, das hat überhaupt nichts mit zu tun. Schwieriges Thema, auf jeden Fall gut, dass mal drüber gesprochen wird und die Leute dann auch zu Wort gekommen sind, zumindest in der Sendung. Ansonsten sollte man natürlich so Formate, gerade wenn es dann aktuelle politische Themen behandelt werden, nicht unbedingt diese Leute befragen, wie beispielsweise Armin Fee, weil sind wir uns einig, da kann eigentlich nichts Gescheites bei rumkommen. Ich hätte ganz gern mal gewusst, was Mario Basler sagt. Ja. Ich hab Fee eigentlich als Typ immer gemocht, so, aber das ist wahrscheinlich einfach genau das Ding, ne? Da ist der Horizont halt so, dass er selber noch nie rassistisch beleidigt wurde und dann existiert das. Also dieselben Leute, die in den USA sagen, es gibt keine Polizeigewalt, weil sie noch nie welche erfahren haben, aber ja, das liegt vielleicht daran, dass du nicht schwarz bist, so, ne? Also und deswegen so. Also ist halt, da reicht es dann halt nicht, diesen Gedankensprung zu machen. So. Wenn ich keinen Rechner habe, genau, dann kann ich auch sagen, es gibt keine Viren. So, ja klar, ja, gibt's halt nicht. Ne? Ist halt, haben halt auch kein Virus, haben halt auch kein PC zu Hause, da kann halt kein Virus draufgehen, ne? Und ich brauche auch keine Angst haben vor Corona, wenn ich nicht das Haus verlasse. Ne? Trotzdem sind es halt alles real existierende Schwierigkeiten und Probleme, denen wir Herr werden müssen. Und das ist halt so ein Ding. Und da müsste er halt auch sein weltliches Bild ein wenig mal ändern, aber er hört ja mit Sicherheit den... ich glaube, den ändern wir in dieser Welt nicht. Ich wollte gerade sagen, der ist zu alt zum Ändern. Vielleicht hört er ja einen Eintracht-Podcast, dann wird sich einiges ändern. Sitzt jetzt zu Hause und schwenkt gerade so seinen Rotwein und wird so nachdenklich, so, habe ich da irgendwas falsch verstanden? dann nimmt er einen großen Schluck und denkt sich, nein. Genau. Nein. Nee, sind die anderen, die falsch liegen. Zack. Ja, ist korrekt. Glück. Dann nimmt er nochmal einen großen Schluck. Genau. Nein. Dann macht er die zweite Flasche auf. Gut, das sind die zwei Nominierungen für heute, würde ich sagen, oder? Ich habe tatsächlich keinen. Hervorragend. Wenig, glücklicherweise muss man ja in dieser Zeit sagen, wenig gelesen, wenig
konsumiert, wo sowas in der Richtung vorkommen könnte. Von daher bin ich da leider empfehlungslos. Oder leider, du hast wenig konsumiert. Traurig. Ich hab in der Tat auch wenig konsumiert. Das ist leider am Wochenende auch richtig gewesen. Ah, der Drogen-Podcast mit René. Ja, wenn's hilft. Nein, dasselbe Problem habe ich auch. Ich habe auch wenig konsumiert. Keinen weiteren. Ja, ich habe auch sehr wenig konsumiert und dadurch auch leider wenig Leute dummes Zeug schwätzen hören. Nein, ich habe leider auch keinen Dummschwätzer mehr zur Auswahl. Was aber, glaube ich, auch manchmal ganz gut ist. Ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr jetzt die sehr schwere Aufgabe. Ihr müsst euch jetzt zwischen diesen beiden wunderbaren Kandidaten Oliver Minzlaff und Armin Fee entscheiden. Wer ist von den beiden der größere Dummschwätzer für euch? Das wird echt keine einfache Aufgabe. Wir glauben aber dran, dass ihr das schafft. Ihr geht einfach auf eintracht-podcast.de, dort auf die Ausgabe 398. Da findet ihr eine Abstimmung. Da macht ihr Klick-Klick für den, der euer Favorit ist. Und dann werden wir nächste Woche mal gucken, wer von den beiden das Rennen gemacht hat. Das wird alles nicht so ganz einfach, würde ich jetzt mal behaupten. Na? Aber ich bin da guter Dinge, dass ihr das hinkriegt. So, dann müssen wir jetzt auch noch mal über Fußball von vergangener Zeit sprechen. Stefan hatte ja vorhin schon mal so gesagt, von wegen, das ist bestimmt 20 Jahre her. Wir reden jetzt genau über die Saison von vor 20 Jahren und da über den 33. Spieltag. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und da sind wir mittlerweile beim 33. Spieltag angekommen. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben letzte Woche den 32. Spieltag besprochen. Da hat die Eintracht 4:0 gegen Wolfsburg gewonnen und sich damit ein bisschen von der Abstiegszone entfernt und musste dann ran am 33. Spieltag gegen eine Mannschaft, die wir heute auch schon mal kurz erwähnt haben, nämlich Bayer 04 Leverkusen. Und erinnert ihr euch noch, wer oder wie das Spiel damals ausgegangen ist? Ich hätte es nicht mehr gewusst, nein. Stefan, weißt du es? Nee, keine Ahnung. Ich muss gerade überlegen, welche Saison es überhaupt war. War das 99-2000. Die Magath-Saison? Ja, am Ende ja. Ja. Haben sie da nicht die letzten drei Spiele sogar gewonnen? Wenn ich hier gucke und hier steht ein 4:0 und Leverkusen war die Heimmannschaft, dann tendenziell nein. Tut mir leid. 4:1. Ist nicht ganz gewonnen. Knapp daneben. Ja, fast. Fast. Nee, genau. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ey. Nein, also 4:0 hat die Eintracht gewonnen nach Toren von Neuville in der 10. Kracht zum 1:1 verloren, 4:1 verloren, Entschuldigung. Genau, Neuville das 1:0 in der 10. Minute, dann kracht der Anschlusstreffer kurz vor der Pause, 40. Minute, dann Kirsten in der 56. das 2:1 für Leverkusen, Rink in der 72. das 3:1 und Beinlich per Foulelfmeter das 4:1 in der 81. Minute. Ja, boah, ist halt gemördert. Kirsten, Beinlich, ey. Kovac, Nowotny, Ballack, ja, das Emerson, ja, Bernd Schneider. Oh, Schnitzer. Dass die nie was gewonnen haben, ne? Juden, ey. Ja. Könnte am Trainer gelegen haben. Ja, wahrscheinlich, ey. Christoph Daum damals Trainer bei Leverkusen. Besonders wenn du dir anguckst, dass sie ja nach dem Spieltag hier mit 73 Punkten Tabellenführer waren. Ja. Also. Da wird es ja dann noch richtig schlimm, ja, das ist. Aber ich meine, aber jetzt das ist mal, das Schlimmste, ja. Aber genau, wenn wir uns nämlich diese Mannschaft angucken, das ist natürlich schon brutal, ne? Hast echt ja, das ist definitiv. Also da waren schon ein paar dabei, wo du sagst, okay, die können definitiv Fußball spielen. Geil auch. Also so Ballack, auch in der Phase schon, Robert Kovac, krasser Innenverteidiger gewesen, du hast mit Emerson. Der Emerson war immer so ein Klatsch. Ja, wo ich dann gedacht habe, naja, spielt der irgendwie gut und dann haut der dir, dann ist der so ein geiler Kicker zum Teil gewesen. Der war ein Jahr lang, ich weiß nicht, ob das diese Saison war, aber das war eine Saison lang der wirklich der beste Spieler der Liga. Der ist dann, ich weiß nicht, ob er dann direkt zu Juve ist oder so, ich weiß es nicht mehr so genau, aber der. Zu AS Rom ist er dann gewechselt. Ja. Okay. Ja. Der war völlig unglaublich so, ne? Mhm. Ja. Also, dass du mit der Truppe
das so verkackst, das ist echt irre. Ja. Und dann letzten Spieltag halt auch, ne? Jetzt spoiler doch nicht. Ja, sorry. Naja gut, also wir beschäftigen uns eigentlich hauptberuflich mit Leverkusen insofern, ja. Aber ja, es ist aber schon, also Emerson war ein geiler Kicker, den habe ich auch echt immer ganz gerne gesehen. Und dann aber auch ganz ehrlich, so jemand wie Schneider, das fand ich damals schon total geil, dass er halt davor bei uns gespielt hat, ne? Bernd Schneider, so kurz da gewesen, aber trotzdem eine richtig geile Nummer gewesen. Und naja, also das muss man schon sagen, das war auch die 99-2000er Saison, war auch für ihn eine richtig gute Zeit. Weiß nicht, das ging ja dann, hat er noch viele weitere Jahre dann Leverkusen gespielt, aber da habe ich mir schon gedacht, das ist ein Nationalspieler, das merkt man. 10 Jahre war der insgesamt in Leverkusen, also schon. Ja. Ganze Zeit, ja. Da haben wir kein Land gesehen, muss man sagen, ja. In dem Spiel haben wir definitiv kein Land gesehen, das leider nicht. Ah, aber ich sehe gerade, ich hab jetzt mal geguckt, wir haben auch eine andere Aufstellung gehabt, ne? Also jetzt Chen Yang nicht dabei gewesen, nur vorne. Ja, ich sehe ja, gerade ganz im Ernst, ohne Chen Yang. Ja, das ist vollkommen klar. Also Niederlage da die Tore machen. Stefan, du lachst. Wir hatten letzte Woche gerade festgestellt, dass Chen Yang tatsächlich häufiger getroffen hat, als man das so in Erinnerung hat. Gegen Wolfsburg hat er, glaube ich, doppelt getroffen. Ja, Wolfsburg hat er doppelt getroffen, ja. Wow, ey. Man denkt immer, der hat nie Tore geschossen, weil ich das also abgespeichert habe. Aber Chen Yang war im Endeffekt kein schlechter Stürmer. Ne? Also, das hat muss man sagen. Hat in 99 Spielen für die Eintracht 23 Tore gemacht. So. Echt? Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Das ist mehr, ich kann das mich wirklich, mehr als Bastos. Ich kann mich an kein einziges erinnern. Ja, genau. Ja, gut, das hängt auch vielleicht an dir. Ja, da war ich 16, hab gerade Alkohol entdeckt gehabt. So, ne? Schwierige Phase. Da gab es andere Rituale am Spieltag definitiv. Genau. I chose Wodka over Young. Ja, also wie gesagt, er ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht gewesen, muss man sagen. Aber natürlich, wenn wir die ganzen anderen Spiele angucken, wir haben dann gerade an dem Spieltag war ja dann auch so Kanten wie Radzewski dabei gewesen, Kutschera, ne? Radzewski habe ich auch eher in mäßig gute Erinnerung, muss ich sagen. Naja. Ja, war jetzt nicht so der Großhit, stimmt schon. Boah, was für ein Name, ey. Radzewski, Chen Yang, wirklich so ein Name aus der Gruft, ey. Gebhardt, Schur, Bindewald, Zampach, Kutschera, Hubchev. Geil. Heinen im Tor. Was eine Kanonentruppe, ey. Irre. Nicht zu glauben, ey. Ja, ich könnte noch Wechsel beisteuern. In der 46. Minute Zampach raus, dafür Held rein. In der 65. Gebhardt raus, dafür Sobotzig rein. Und in der 75. Gumier raus und dafür Reichenberger rein. Oh Gott, da ging's los. Mit Reichenberger habe ich ja emotional gebrochen. Kannst du dich noch an Reichenberger erinnern? Reich. Ja, Logo, ey. Tommy Reichenberger. Aber lange war der nicht da, ne? Nee. Ein Jahr. 1.1.2000, 2 Jahre, bis 31.12.2001. In der Winterpause gegangen. Ja, oh, das ist auch schon immer kein gutes Zeichen, ey. kommt als Paniktransfer und wird dann so abgeschoben 2 Jahre später. So, komm, ja. Kannst du den Winter haben, ey. Für die Hälfte der Kohle. Ja, aber der war ja gar nicht, der galt gar nicht als so untalentiert. War der nicht auch irgendwie U21 Nationalstürmer oder so? Ich erinnere mich dunkel, dass der, aber der hat es dann so richtig gerissen, hat er es nicht in der Bundesliga, ne? Nee. Der hat. Also die Wechsel waren dann Cottbus, Uerdingen und Osnabrück hat er dann noch gespielt, also. Oh Gott, ja. War jetzt auch nicht. Ja, kam von. Steiler Leverkusen Weg nach unten, ja. Genau, von Leverkusen. Kam von Leverkusen, ja. Genau, ist mit uns in die zweite Liga runtergegangen, hat dann da 5 Spiele gemacht. Und da hat er sich gedacht, ach man, hier ist aber schön. Zweite Liga ist doch genau mein Ding hier. Genau, und dann musste er wieder in der Winterpause zurück in die erste Liga zu Energie Cottbus. Badum. Oh nein. Ja. Um dann zum KFC Uerdingen in die Regionalliga Nord zu wechseln, nach 2 Jahren. Oh, wow. Ich kann mich aber erinnern, auch da hat er ordentlich getroffen. In der Regionalliga Nord hat er ordentlich, da hat er gebombt wie sonst was. Aber erst bei Osnabrück, da hat er in 197 Spielen 82 Tore gemacht. Das ist keine so schlechte Quote. Das ist geil. Das ist geil. Ich fand den als Spielertyp tatsächlich, das war so ein bisschen so ein Ulf Kirsten für Arme. Ne? Das war auch so ein kleiner Wuseliger irgendwie. Vom Spielertyp war der gar nicht so schlecht.
Aber als, ja, als Spieler halt nicht. Ja. Naja. Kann ich alles haben. Ich find, guter Spielertyp, schlechter Spieler halt. Ja, schade. Der Klassiker halt, ne? Ja, genau. Oh Mann. Naja. Ja, schwere Kost. Ja, damit, wird's nochmal eng für die Eintracht? Oder haben wir da jetzt? Wird's. Also, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, so richtig geil ist das nicht. Du hast halt schon 3 Punkte Vorsprung auf Rostock auf Platz 15 und Ulm auf Platz 16. Die 3 Punkte bringen dir aber halt nicht viel, weil da ja noch nicht mit drin ist, dass du ja noch 2 Punkte Abzug bekommst. Damit wird es halt schon nochmal knackig, weil wir erinnern uns, das ist ja die Saison, wo wir von freundlichen anderen Vereinen beim DFB-Kontrollausschuss gemeldet wurden wegen Verletzung der Lizenzauflagen und deswegen ja Strafe zahlen musste und am Ende nochmal 2 Punkte runtergehen. Oh ja, okay. Das heißt, daher, du musst eigentlich am letzten Spieltag punkten, dreifach, damit du sicher bist, ne? Das wäre eine gute Ausgangslage, yes. Vorteil ist, du spielst am letzten Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten, nämlich gegen Ulm. Die Ulmer, Mensch. Ah, wird schwierig, ey. Ja. Ja. Ja, gut, Ulm, ja. Und Rostock muss am letzten Spieltag ran gegen Schalke. Okay. Da hast du auch noch nicht verloren, unbedingt. Nee, Schalke auch in dieser Saison nicht so gut gewesen. Ne? Also ähnlich wie diese Saison jetzt gerade. Ja. Ja. Schalke wird ja auch zum Geburtshelfer aller anderen Vereine gerade. Also insofern, Schalke auch ein Punkt vor uns am 33. Spieltag mit 39 Punkten. Und direkt hinter uns, man glaubt es fast kaum, der BVB mit 37 Punkten. Und genau an diesem 33. Spieltag spielen die beiden gegeneinander und so können verrückt sich leider nicht auf einer kriegt alle Punkte einigen und gehen da mit einem 1:1 nach Hause. Ey, war das die Saison, wo die wo Udo Lattek am Ende auf der Bank saß bei denen, ey? Ich bei Dortmund? Ja, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Naja, das war diese. Ja. Das war so ein Udo Lattek hin, ey. Das war das große Duell Udo Lattek gegen Huub Stevens. Genau. Udo Lattek erstmal sofort Mannschaftsabend gemacht. Ja, gut, wenn es hilft. Der Spiegel hat damals getitelt: Kein Witz, Udo Lattek soll den BVB retten. Kein Witz. Das ist auch geil. So kündigst du den neuen Trainer an. Kein Witz. Stellt euch das wirklich vor. Das ist schön, ja. Ist er denn damals schon vom Doppelpass direkt zum BVB gewechselt oder wie war das? Boah, gute Frage. Der war doch auch jahrzehntelang im Doppelpass gefühlt, oder? Der war doch auch. Der hatte, glaube ich, auch irgendwie Inventarnummer Nummer 2 oder irgendwie sowas. So früh war der schon da. Ja. Nach Rudi Hübner oder so war der doch die Nummer 2. Keine Ahnung, ja. So sahen auch beide aus. Also, naja, gut. Egal. Man spricht ja nicht negativ über Toten. Die Toten, ja, alles gut. Ja, gut. Schauen wir doch mal. Wird es denn nächste Woche nochmal spannend? Dann wird es nächste Woche nochmal spannend. Letzter Spieltag. Kann die Eintracht sich retten? Macht Leverkusen am Ende die Meisterschaft klar? Und wer steht weiter vorne, Schalke oder Dortmund? Auch das ist natürlich in so einer Konstellation eine wichtige Frage. Und natürlich auch die Frage, wer schafft es auf die internationalen Ränge? Da ist es ja auch alles nochmal sehr spannend, wenn man sieht. Wer steht denn da? Also nach dem 33. Spieltag Leverkusen auf 1, Bayern auf der 2, Platz 3 der HSV. Oh, wow. Also ähnliche Konstellation wie heutzutage in der zweiten Liga. Auf Platz 4 TSV 1860 München. Oh. Ja? Ach du Scheiße, ey. Mit 52 Punkten immerhin. Also HSV 58, TSV, also 1860 52 Punkte. Platz 5 die Hertha, über die haben wir heute auch schon gesprochen, mit 50. Platz 6 Lautern mit 49. Und Platz 7 Bremen mit 47 punktgleich mit dem VfB. Mann, aber was für eine geile Bundesliga, ey. Ja. Ja, da hatte man schon irgendwie so Spiele an. Da konntest du echt in der Sportschau einfach jedes Spiel gucken, weil du echt mit jedem Verein was verbunden hast. Ja. Und jetzt hast du so irgendwie Paderborn gegen Hoffenheim und denkst so, ja, nö, da gucke ich lieber die Wand an. So. Und sei es nur Hass und Abscheu. Ne? Sei es nur Hass und Abscheu, wenn die Lauter da sind. Ne? Ja gut, aber ich meine, das Spiel damals, 33. Spieltag, Freiburg gegen Lautern, da wusstest du schon, da passiert was. Also das kannst du dir halt angucken. Auf jeden Fall, ja. Ja? Okay, Bayern, Bielefeld jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber Stuttgart 60,
Bremen, HSV und Lautern kämpfen so um den UEFA-Cup, Leute. Wie geil ist das denn? Ja. Um den UEFA-Cup einzuholen. Da kann jeder noch irgendwie am letzten Spieltag sich ein Plätzchen sichern. Das ist halt schon irgendwie geil. Ja, tatsächlich. Das ist nämlich, eigentlich ist es eine ganz geile Gegenüberstellung gerade. Guck dir das mal bitte an, wer bei uns spielt. Du hast die Bayern, du hast Dortmund und dann hast du Leipzig, fängt an. Da hört es doch schon auf. Du hast Gladbach, okay, das ist super, aber dann hast du Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Hoffenheim. Okay. Ja. Dann kannst du froh sein, dass du mal wieder ein paar normale Vereine hast, aber das ist halt einfach, ja, es ist schon ungeil. Also gerade so Leipzig und Hoffenheim, naja. Ja. Wie Stefan schon so richtig sagt, du hast halt mit jedem von den Vereinen hast du halt irgendwas verbunden. Du hast irgendwelche positive wie negative Erinnerungen. Du kannst, dir fällt zu fast jedem irgendwie eine Geschichte ein. Ja. Ist halt schon eine ganz andere Nummer. Also, da ist halt nicht alles heutzutage besser, muss man halt auch mal sagen. Aber gut. Ja, dann schauen wir nächste Woche mal auf den 34. Spieltag mit der spannenden Frage, hält die Eintracht die Klasse? Das wird interessant. So, und dann haben wir hier noch eine Empfehlung im Dokument stehen. Ich hau mal den Jingle raus und dann kann uns, ich nehme an, der Marvin hat das da reingeschrieben, sagen, was es damit auf sich hat. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Dann bin ich mal gespannt, Marvin. Schieß los. Das Jingle ist immer so ein bisschen sexy einschlafen. So. Weißt du? Also einschlafen, aber mit einer schicken Unterhose. So, also, genau. Was habe ich zu empfehlen? Wie sind wir denn da jetzt mit dir gelandet? Oh je. Naja, das ist so die Musik. Egal. Und zwar kann ich euch sehr empfehlen, ein Insta-Account. Und zwar, was ihr nicht seht. Wir hatten vorhin schon das Thema, also alles klein und zusammen. Wir hatten vorhin schon das Thema Rassismus in Deutschland. Und da berichten Leute, die mit Rassismus in Berührung kamen und rassistischen Kommentaren, berichten von ihren Geschichten. Leute aus unserer Umgebung, keine Ahnung, Journalisten, aber auch Nicht-Journalisten, wenden sich an den Account und teilen ihre Erfahrungen. Und da bekommt man so mal ein bisschen mit, weil, wie gesagt, ey, wir sind hier gerade alle, sie sind eine richtig krasse Toastbrotrunde gerade. Ne? Wir sind ordentliche Kartoffeln am Start, ja, und wir haben da keine Probleme. Wann begegnet uns Rassismus? Wenn wir es wahrscheinlich im Fernsehen sehen oder wenn wir einen schwarzen Freund haben oder einen asiatischen Freund, der irgendwie blöd angemacht wird. Das ist das Einzige. Ansonsten betrifft uns das nicht. Und damit uns das mal ein bisschen klarer vor Augen geführt wird, ist ein Account, das hat jemand gemacht, der auch, glaube ich, gar nicht, der macht Medienmanagement, der hat ansonsten gar nichts damit zu tun, also kein Journalist und nichts, der berichtet dadurch aus der Erfahrung, weil halt viele Leute ihm auch schreiben und dann gibt's dann so Sprachtafeln beziehungsweise Infotafeln, was dann so passiert ist mit den kleinen Geschichten und schaut euch das gerne mal an, was ihr nicht seht, klein und zusammen bei Instagram, das finde ich eine richtig tolle und auch beeindruckende Sammlung von BPOCs in Deutschland, von schwarzen Menschen, die ihren Alltagsrassismus mit uns teilen, damit wir mal sehen, auch wenn das natürlich nicht so schlimm ist wie in den USA zu vielen Teilen, gibt es keinen Grund zur Verharmlosung und es ist ganz, ganz relevant. Deswegen, es ist nicht nur gerade ein Trend, Menschenrechte sind kein Trend, Menschenrechte sind dazu da, dass wir sie irgendwann mal dauerhaft durchsetzen. Guckt euch das an und seid solidarisch. Das ist alles, was ich sagen kann. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir noch was? Nee, du hast auch noch was hingeschrieben. Ich habe da noch was reingeschrieben, das passt aber jetzt thematisch nicht ganz, von daher würde ich das einfach auf nächste Woche schieben. Das ist auch nächste Woche noch gut. Ich habe ein Spiel. Ja, genau. Und deswegen, das passt jetzt einfach thematisch nicht. Ich finde deine Empfehlung, kann auch gerne mal einfach hier an der Stelle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dafür ist das Thema einfach auch ehrlicherweise zu wichtig. Und von daher kann man sowas auch einfach mal schieben. Okay. Ich verlinke euch den Account mal. Und dann könnt ihr euch den angucken. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch ganz erfolgreich durch diese nicht ganz so goldene Eintracht-Woche geschippert. Wobei sie ja diese Woche noch ein bisschen goldener werden kann, wenn wir morgen über einen haushohen Sieg gegen die Bayern freuen können, weil Stefan Reich zwei Paar Socken auf einmal trägt. Ganz genau.
Mache ich wirklich. Also wenn du sie beide an Füßen hast, kriegst du zumindest keine kalten Füße, Stefan. Das ist doch schon mal immerhin, probieren. Immerhin das. Immerhin das. Ja, Stefan, wir danken, dass du heute dabei warst, um mit uns über die unmotivierte Eintracht zu sprechen und uns ein bisschen Hoffnung für die kommenden Spiele gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr motiviert. Ich hoffe auf ein Grätsch-Festival. Ja, ja, das wird morgen so ein bisschen die Gretchenfrage. Ja, oh, die, oh, wow, mit diesen Worten, René. Mit diesen doch sehr komischen Witzen, und ich musste mich sehr viel zurückhalten, nicht irgendwelche Witze mit Reich zu machen. Von daher... Ich habe sie alle schon gehört. Ja, ich weiß. Aber die Hörer vielleicht noch nicht, von daher, ja. Aber gut. Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Sonderausgabe deiner Top 10 Reichwitze oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, warum nicht? Wir danken euch allen fürs Zuhören, für den Support, den ihr uns hier jede Woche aufs Neue zukommen lasst. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Viel Spaß morgen beim Grätsch-Festival der Eintracht gegen die Bayern. Am Wochenende dann bei diesem was auch immer Festival gegen die Hertha. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Sind wir vorhin so schnell zu dem Bayern-Spiel übergegangen, dass wir das Thema mit dem Europacup in Frankfurt total übersprungen haben? Ja, stimmt. Was haltet ihr denn von der Idee? Gute Frage. Also ich muss sagen, ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, Champions League, aber ganz ehrlich, wir bekommen es ja als Fans ja eh nichts mit. Irgendwie ist es dann halt auch schon fast egal, Stefan, oder? Ja. Also ich glaube, es geht ja um die Europa League, wenn ich mich irre. Champions League ist ja in Lissabon. Champions League scheint Europa irgendwie League. Tendenziell Lissabon ja, also zu Europa sein. League, das wäre schon geil, so ist es jetzt nicht. Ne? Also weil du hast ja noch ein Spiel gegen Basel, was? Mit ein bisschen Glück. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit... Das 0-3 dann auf so und dann ja. Hast du hier quasi so ein... Ich meine, das ist ja letztlich dann so ein Mini-Turnier hier im Sommer mit Vereinsmannschaften. Genau. Und du selber bist ja auch dabei, das ist schon geil. So. Ja. Ich würde das sofort nehmen, klar. Ja, aber es stimmt schon. Es wäre halt schon irgendwie auch noch geiler, wenn du halt einfach dann auch tatsächlich dann da als Zuschauer irgendwie hin könntest. Ja, also ich glaube, die Frustration, sowas vor der eigenen Tür zu haben und dann erst recht nicht hin zu können, ist halt doppelt kacke. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, stell dir mal vor, wer weiß, morgen passiert schon irgendwas. Morgen gibt es schon kleinere Lockerungen oder so. Ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, man guckt irgendwie draußen dann die Eintracht, wenn man nicht ins Stadion gehen kann, aber man gibt dann so kleinere, also keine Ahnung, das sind ja dann schon irgendwo auch Bilder, die vielleicht dann die Mannschaft erreichen. Da ist eine Motivation dann schon nochmal ganz eigen dran. Und dann bist du ja schon irgendwie, also keine Ahnung, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass wenn das so stattfinden würde, dass erstens dieses scheiß Ergebnis vom Hinspiel verändert werden kann und dann du irgendwie in einen Vibe kommst und dann plötzlich bist du Europacup-Sieger. Ja, zumal ja, im eigenen Stadion. Ja. Ist ja die Frage, irgendwie Basel, spielt die Schweiz schon wieder oder haben die noch Pause oder so? Also wer weiß, in welchem Zustand die halt kommen. So, ne? Und ja, vielleicht geht da was und dann zack, dann wär's dann Viertelfinale oder so? Das heißt, du hast dann auch noch, das sind ja auch noch geile, geile Mannschaften. Dann Achtelfinale. Genau. Und sind auch geile Mannschaften noch im Topf so? Ja, wäre schon geil, so ist nicht. Ist halt die Frage, wie wirkt sich das auf die nächste Saison aus, ne? Wenn dann quasi gar keine Pause hat. Wann wäre das denn eigentlich? Ist das schon festgelegt? Im Juli, August oder so irgendwann? Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Müsste halt, ne? Und dann geht aber im September die Saison wieder los. Das heißt, eigentlich hast du keine Pause. Guter Punkt, ja.
vorbereiten kannst du dich auch nicht so richtig, also auch schon. Ja, hat halt auch, ja. Schweizer Liga fängt am 19.06., also in 10 Tagen wieder an. Naja. Naja. Die haben auch krass lange Pause gemacht, ne? Die haben jetzt krass lange Pause gemacht. Der letzte Spieltag war 22. 23. Februar, steigen dann ein und haben dann noch Spieltage, die sind ja dann jetzt beim 24. Spieltag und haben noch 12 Spieltage vor sich. 36. Spieltag ist Schande. 2.8. 12 Spieltage noch? Ja. Ach was, dann sind okay. Die dann fertig. 2.8. ist der letzte Spieltag. 36. Spieltag ist am 2.8. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So steht es aktuell hier. Was für eine, also die haben noch ein bisschen Programm vor sich. Die kommen alle fix und kommen die an und kriegen 6 Stück, ey. Das ist gut. Könnt schön nach Hause fahren, ey. Also ist halt schon so im, wenn man sich das hier anguckt, die haben im Viertagesrhythmus haben die halt Spieltage. 19.06., 23.06., 27.06., 30.06., 4.07., 7.07., 11.07., 14.07. Also es geht halt echt Schlag auf Schlag da. Oh Gott. Die gehen, glaube ich, echt um Zahnfleisch dann nachher. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und für Basel geht es ja auch noch ein bisschen um was. Na klar. Ja, also die können noch nach oben, die können noch nach unten. Das ist alles noch relativ eng dabei. Das ist würde ich sagen, ne? Mhm. Also ich hätte schon Bock drauf. Die sollen das jetzt mal fix machen. Also ich glaube, die Champions League ist früher, aber wenn das mit dem Europacup irgendwie stattfindet, am besten noch in Frankfurt, dann werden wir schon unsere Wege finden und uns doch irgendwie reinsneaken. Nein, oder Spaß, die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendeine Stadt in Deutschland hast dafür, ich meine, du hast jetzt noch 3 Mannschaften aus Deutschland da im Wettbewerb. Würde schon irgendwie dafür sprechen, das dann da zu machen, weil dann hast du ja auch da wieder mit hier logistischem Aufwand und so weiter. Naja, und das Hygienekonzept hat sich ja bewährt irgendwie und das spricht natürlich auch nochmal dafür. Passt und so, also das kann ich mir schon mal vorstellen. Ich glaube, NRW hat sich ja auch beworben für die Europa League. Da kannst du es halt natürlich auch machen, so, ne? Ja. Geht auch, ist wahrscheinlich dann auch wieder so eine logistische Frage mit irgendwie hier Flughafen und so weiter und Möglichkeiten drumherum. Ja, kann halt schon. Ah, wäre halt schon irgendwie geil. Ja, ich hätte Bock drauf auf jeden Fall. Lass uns das mal machen. Das Turnier im Sommer mit Vereinsmannschaften, genau, lass uns das machen. Das ist schon ganz geil, ey. Ja. Ja, gut, aber was halt wirklich dagegen spricht, ist das Thema mit der Vorbereitung. Die geht halt dann. Je nachdem, wie viele Spiele du halt machst, ist es dann halt auch wieder so ähnlich, wie wir es ja jetzt in der Saison mit Quali hatten. Ist halt schon irgendwie wieder so ein bisschen, gut, du hättest den Reiseaufwand nicht. Du müsstest dann nicht irgendwie da ins hinterste Siebengebirge reisen. Ja, und du wirst auch wahrscheinlich... Du müsstest dieses Jahr noch Europa League Quali spielen, ey. So in September, so die ersten 10 Tage, irgendwie 10 Spiele oder so. Keiner hat Pause. Oh, für die Vereine ist das auch echt geil. Schön nach Mazedonien. Warte erstmal, was das nächste Jahr kommt, wenn du dann irgendwie Quali für die Euroleague 2 spielen musst. Oh nein, das habe ich ja schon wieder vollkommen verdammt. Ja. Spielt irgendwie, was weiß ich, der 8. und 9. der Liga spielt dann irgendwie Quali Euroleague 2 in, weiß ich nicht, hier hinter Sibirien das drittletzte Dorf. Ja. Das ist richtig geil. Ey. Anreise 4 Tage mit Auto, Bahn und Esel. Na, ich sag mal so, Hauptsache die Verbände kriegen noch die Nations League durch irgendwann. Das ist das einzig Wichtige, ne? Was auf zu Ende gespielt wird. Jetzt kommen wir hier aber auch ganz wichtig, ins ganz Grobe rein. Die lassen sich so ein Kram da einfallen, ey. Mann. Ja, schauen wir mal, was kommt. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Vielleicht können wir da nächste Woche schon mehr zu sagen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt Bock. Ihr habt mich jetzt angefixt. Ja, siehst du? Hervorragend. Dann erst die Bayern wegfiedeln, dann dreckiger Sieg gegen die Hertha und dann Entscheidung Euro-Cup-Finalrunde in Frankfurt. Weil dann spielen wir Champions League, dann geht's ja auch wieder. Darf's nicht vergessen, da wird halt ein Champions League-Spiel Platz ausgekämpft. Ne? Es ist halt schon, es geht halt um was. Ne? Ja, vor allem auch so, ich scheiß auf die Champions League, das ist ein scheiß Pokal, würde ich gerne nehmen. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, stell dir mal vor, mit dann. Letztes Jahr nicht geschafft, ne? Und dieses Jahr durch so einen Downer-Pokal. Also, das wäre so ein Treppenwitz, Alter. Ohne Scheiß. Ja, die Eintracht, naja, letztes Jahr nicht so geklappt, aber jetzt. Komplett leeren Waldstadion dann diesen Pokal entgegennehmen, Alter, wie so den schlechtesten Witz der Fußballgeschichte, ey. Ja. Ja. Wer ist denn eigentlich noch dabei? Ich muss mal gerade mal gucken. Ach krass, wir sind ja auch erst im Achtelfinale, oder? Wir sind erst im Achtelfinale, da ist noch richtig was zu spielen. Ach Gott, ich gucke gerade. Wolfsburg, Leverkusen, die Eintracht, Donetsk, Manchester United war doch, glaube ich, auch noch dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah ja, am Endspiel. Reus, Wolverhampton, The Rangers, der LASK. Mhm. Der LASK. Kopenhagen und Başakşehir. Saugeil. Am Ende spielen wir dann im Finale gegen LASK, weil irgendwie Manchester gesagt hat, die wollen nicht mehr mitmachen. Dann wird das Spiel gegen die gewertet. Und dann kommt LASK noch weiter. Habt ihr das mit dem LASK in Österreich? Ja. Was für Idioten sind, ey. Die irgendwie 6 Punkte, die irgendwie das erste Mal seit 100 Jahren können die irgendwie Meister werden. Und dann fangen die an, illegal zu trainieren. Und ach, die sind mal, die haben den Punkteabzug, den sie da jetzt kassiert haben. Ja, jetzt sind die halt 4 Punkte wieder hinter Salzburg oder so, ey. Totale Idiotenaktion, ey. Oh Gott. Mann. Wann geht denn die Premier League eigentlich los? Geht das nicht jetzt auch dieses Wochenende? Oder ist das auch 10 Tage? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dauert noch ein bisschen. Ja, also der Kloppo hat doch in irgendeinem Mikrofon gesprochen, hat dann irgendwie gemeint, also würde auch bald losgehen, also auf jeden Fall sind sie... Ja, auch der 19. Ja. 19.06. Und ja, naja, das kriegen die schon hin. Die haben auch noch 8 Spieltage, auch noch bis Ende Juli. Können aber jetzt schon Pokal, also können ja jetzt schon Meisterschaft klar machen, glaube ich. Brauchen, glaube ich, nur noch den einen Spieltag, deswegen war es denen ja so wichtig, dass sie den einen Spieltag dann noch mitnehmen, weil sie es dann irgendwie durch hätten, ja. Deswegen waren sie ja so gefrustet. Ja, naja, okay. Wird noch spannend. So, letzte abschließende Frage für heute. Sendungstitel. Sendungstitel. Der Alex hatte vorhin in den Chat reingeschrieben, als Sendungstitel reich endlich schuldenfrei. Finde ich gut. Lass uns das doch mal nehmen. Super. Reich und sexy, bitte. Ja, reich und sexy. Ist auch gut. Reich und sexy. Dann nehmen wir ja. Das ist noch besser, ja. Alles klar, ihr Lieben. Hat mich gefreut. Hervorragend. Ich danke euch. Ja, Leute. Ja, sehr geil. Einen schönen Abend. Guckt noch ein bisschen Fußball. Ich mache jetzt hier noch den Schnitt. Genau, super. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, Jungs. Tschüss.